We just heard an excerpt from the text, We Are Those Who Lie Awake by Luise Maria Schulz. Luise Maria Schulz is the recipient of the Karin Wolf Prize of the German Association for East European Studies, DGO. The prize will be awarded today at this opening. Prior to that, you heard a piece by composer and multi-instrumentalist Mykola Lebed from Kyiv. Dear Mr. Polenz, dear Mrs. Freitag, dear participants of the event, dear guests here in the auditorium as well as in the live stream, ladies and gentlemen, displacement and exile in Eastern Europe, power and paralysis. This is the theme of the annual conference of the DGO. This is the conference which will take place today and tomorrow at the Berlin Documentation Center for Displacement, Expulsion and Reconciliation. The fact that you, dear Ms. Freitag and dear Mr. Polenz, chose us as partners for this important conference is both an honor and a pleasure for us. And I'm very much looking forward to further interesting projects. Our foundation, Displacement and Exile and
reconciliation has built its own range of possibilities. At the same time, we understand ourselves as a place for reflecting on forced migrations of the present, and not only to commemorate the displacement and expulsion of Germans during World War II. New partners and new ideas are always welcome. Hardly anyone could predict the war of aggression that Russia has been mercilessly waging against Ukraine since February 2022. Overnight, about 40 million Ukrainians became the civilian population or the civic population of a country, heroically fighting for its existence and its future. More than 1 million people have fled to Germany, risking their life more than to any other country in the EU. We are aware that under these tragic circumstances, it is daring to invite people from Eastern Europe and especially from Ukraine and Russia. Nevertheless, thanks to the patience, respect, and courage of all parties involved, it was possible to realize a program with complex geographical links. Beyond politics of the rhetoric of power, it is easier to hold on to the dialogue in spite of everything. The willingness to reach out to others, or at least to get in touch and to stay in touch, even if it is emotionally very demanding, is fundamentally human. It would be presumptuous to speak of reconciliation, but we need open doors to make headway. Whether we like it or not, every war and every displacement also raises the issue of archiving and representation. The echo is palpable everywhere in our institution since the beginning of the war. As a visible sign of solidarity, the Ukrainian flag it flies on the roof. We talk with many visiting groups about the refugees from Ukraine. Last year, a refugee pianist used our grand piano here in this hall, and sometime later she thanked us with a beautiful, well-attended concert. There is another story. Olha from Kharkiv traveled more than 2,000 kilometers to Berlin with her children and gifted us the shoes she wore on the strenuous, dangerous journey. Quite a few of these people already added their escape route to our digital displacement archive in the permanent exhibition. I am particularly pleased that we can show the photo exhibition I'm Not a Victim, I'm a Survivor by Alexander Bienert during this conference. When you walk up the staircase to the second floor, when you exit this auditorium, on your left you will see haunting portraits of women of various ages. They are doctors, intellectuals, musicians, and other professionals who fled Odessa, Sevastopol or Kyiv and live in exile in Berlin or are compelled to live here. Many of them feel reduced to their role as refugees. Perhaps they even feel powerless. With her work, the photographer sets an important counterpoint and opens up a different perspective on these fates. Finally, I would like to express my sincere gratitude to all participants and all organizers of this event, the entire German Association for East European Studies, as well as my team, namely Nils Kühler, Andreas Kossert, Leonie Mechelhof, Estelle Koffinet, Emilia Theile, Christian Schnackenburg, Marco Zuchowski, and Emilia Budinski. And of course, I would also thank the Center for East European and International Studies, ZEUS, for the cooperation. And now I would like to hand over to Mr. Polenz, President of the German Association for East European Studies. Dear Dr. Bavendam,
Mr. Prochazko, Professor Portnov, Professor Sasse, sehr geehrte Frau Bakir, dear Mrs. Bakir and Mrs. Schulz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ladies and gentlemen, wir haben einen Auftakt in diese Jahrestagung gerade erlebt, für den ich mich noch mal ganz besonders auch bedanken möchte. Bei Ihnen, Frau Schulz, aber auch bei Ihnen, Herr Lebed, für Ihre Musik. Sie haben uns das Leid, die Zerrissenheit, die Entwurzelung, die Sorgen um die Angehörigen, die Ungewissheit vor Augen geführt, über die wir nachher eher abstrakt, analysierend, nachdenkend uns auseinandersetzen wollen. Vor dem Hintergrund dieser menschlichen Tragödien diskutieren wir das Thema unserer Jahrestagung Flucht und Exil im östlichen Europa. Das ist eben nicht nur ein Forschungsgegenstand, sondern es sind Schicksale. Wir greifen mit unserer Konferenz ein höchst aktuelles Thema auf. Spätestens seit dem Beginn des flächendeckenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 ist Berlin zu einem Ankerpunkt für die flüchtenden Menschen aus dem östlichen Europa geworden. Die Umstände dieser Flucht sind eine Folge des gegenwärtigen Krieges und der Kriegsverbrechen. Berlin ist nicht zum ersten Mal ein Zufluchtsort für flüchtende Menschen aus dem östlichen Europa. Schon vor 100 Jahren war die Stadt ebenfalls Anlauf- und Durchgangsstation für Zehntausende Menschen, die infolge des Ersten Weltkriegs, der Russischen Revolution und der gescheiterten nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen in der Ukraine, in Belarus, im Kaukasus und auch in Zentralasien vertrieben wurden. Der Historiker Karl Schlögl hat dies mit der Metapher von Berlin als Ostbahnhof Europas eindrucksvoll beschrieben. Und so wie Berlin vor 100 Jahren bereits ein Zufluchtsort für geflüchtete Menschen aus dem östlichen Europa wurde, so war die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde schon damals bereits ein Kristallisationspunkt für geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Region. Auch das hat Karl Schlögl anschaulich beschrieben. Von kaum einem Milieu, so Schlögl, profitierte die DGSO, wie unsere Gesellschaft damals hieß, mehr als von der großen Gruppe von Flüchtlingen und Emigranten aus dem ehemaligen Russischen Reich. Darunter Historiker, Literaturwissenschaftlerinnen, Philosophinnen, Philosophen und andere. Bis heute fühlen wir uns geflüchteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besonders verpflichtet, deren Expertise uns gleichzeitig auch bereichert. Seit den beeindruckenden gesellschaftlichen Protesten in Belarus im Sommer und im Herbst 2020 engagiert sich unsere Gesellschaft erneut intensiv für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu zählen insbesondere diejenigen, die vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine geflüchtet sind, aber auch diejenigen, die politisch verfolgt sind, vor allem in Belarus oder in Russland. Viele von Ihnen, die jetzt hier auch im Raum sitzen, bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch über die Entwicklungen im östlichen Europa ein. Wir möchten ganz bewusst Foren für diesen Austausch bieten. Und auch diese Konferenz ist hoffentlich ein geeigneter Ort dafür. Die DGO ist ein Verband von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem östlichen Europa beschäftigen. Und die Freiheit der Wissenschaften oder genauer ihre Einschränkung ist ein guter Indikator für politische Entwicklungen in einem Land.
Das lässt sich am Beispiel Russlands sehr gut beobachten, wo der Staat seit mehr als 10 Jahren wissenschaftliche Forschung massiv kontrolliert und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend unterdrückt. Repression nach innen führt über kurz oder lang zu Aggression nach außen. Das ist schon deshalb so, weil sich die eigene Bevölkerung nur dann richtig unterdrücken lässt, wenn man einen äußeren Feind behauptet. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist dafür ein brutales Beispiel. Dieser Krieg wird, und auch dies ist eine Logik innenpolitischer Repression, von breiten Teilen der Bevölkerung in Russland unterstützt. Gleichzeitig befördert er den Exodus vieler regimekritischer Menschen, darunter viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten aus dem Land. Flucht und Exil prägen erneut die Entwicklungen im östlichen Europa und wirken darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob jemand von uns das 1990, als das alles so hoffnungsvoll aussah, so erwartet hätte. In dem Konzept unserer Konferenz spiegeln sich diese Entwicklungen von Flucht und Exil wider. Es geht in den folgenden 1,5 Tagen um die Erfahrungen von Flucht und Exil aus der Perspektive der Betroffenen, aber ebenso auch um die Auswirkungen auf und auf die Austauschprozesse mit den Aufnahmegesellschaften. Dazu haben wir ja gerade auch was ins Stammbuch geschrieben bekommen. Es geht außerdem um Handlungsoptionen aus dem Exil heraus und um die Grenzen dieser Handlungsoptionen. Daher heißt der Untertitel unserer Konferenz auch Macht und Ohnmacht. Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur viele Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland für die Teilnahme gewinnen konnten, sondern dass auch viele Initiativen, die sich dem Thema Flucht und Exil widmen, unserer Einladung gefolgt sind. Meine Vorrednerin Gundula Bavendam, für deren Gastfreundschaft ich mich ganz herzlich bedanken darf, hat bereits darauf hingewiesen. Bei der Wahl des Themas dieser Konferenz war uns von Anfang an sehr bewusst, dass wir ein Wagnis eingehen. Dass wir in gewisser Weise einen Drahtseilakt vollführen, in dem wir sehr unterschiedliche Gruppen geflüchteter Menschen in den Blick nehmen. Wir sprechen einerseits über Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, also über Menschen, die vor Bombardierungen und vor unmittelbarer und bestialischer Gewalt russländischer Soldaten und Söldner aus ihrem Land fliehen. Und wir sprechen andererseits über Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eben dieses Täterlandes, Russland, und seines Vasallen Belarus, die vor politischen Repressionen aus ihrem Heimatland fliehen. Der Krieg wird das Verhältnis der Ukrainerinnen und Ukrainer zu ihren russischen und belarussischen Nachbarn auf lange, lange Zeit definieren. Und zwar gerade, weil es ein Krieg ist, der das Ziel verfolgt, die Ukraine als eigenständige Nation auszulöschen. Es ist nicht Aufgabe der DGO und natürlich auch nicht Aufgabe dieser Konferenz, dieses Verhältnis zu moderieren, was ich gerade mit diesem Drahtseilakt beschrieben habe. Aber als Wissenschaftsorganisation sehen wir es als unsere Aufgabe an, Phänomene und Entwicklungen im östlichen Europa in ihrer Komplexität darzustellen und zu analysieren. Und das erfordert diese Analyse, aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Dabei ist uns bewusst, dass gerade in der gegenwärtigen Situation eines Angriffskriegs wissenschaftliche Debatten nicht frei von Emotionen geführt werden können. Es wäre ja auch noch schöner. Umso größer ist unser Dank an all diejenigen, die in den letzten Monaten in vielen Gesprächen bereit waren,
sich auf die Idee dieser Konferenz einzulassen und die auch bis in die letzten Tage hinein an der Ausgestaltung dieser Konferenz mitgewirkt haben. Die Vorbereitung dieser Konsequenz war für uns auch als Veranstalter ein wichtiger Lern- und Erkenntnisprozess. Im Verlauf der Beratungen mit vielen unterschiedlichen Partnern hat sich das Konzept dieser Konferenz auch immer wieder verändert. Und wir haben aus den intensiven Diskussionen auch als Wissenschaftsgesellschaft sehr viel mitgenommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch sehr herzlich noch einmal bei unserem Kooperationspartner, dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Sie haben unseren Vorschlag für diese gemeinsame Konferenz sofort aufgegriffen und mit uns das Konzept auch gemeinsam erarbeitet. Frau Dr. Bavendam, wir hätten uns in Berlin keinen besseren Ort vorstellen können als dieses Zentrum, um über Flucht und Exil zu sprechen. Unser Dank geht ausdrücklich auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Haus. Sie haben sie vorhin aufgezählt. Und Sie wissen, eine Ihrer Mitarbeiterinnen war unsere Nachbarin in Münster. Sie grüßen sie bitte besonders herzlich von mir. Schließlich möchte ich mich besonders bedanken auch bei allen Referentinnen und Referenten, die zum Teil von weit her und unter sehr erschwerten Bedingungen angereist sind. Wir widmen den Eröffnungsabend unserer Konferenz den ukrainischen Erfahrungen mit Flucht und Exil in Geschichte und Gegenwart. Bevor wir gleich den heutigen Festredner Jurko Prochasko hören, möchten wir gemeinsam mit Ihnen zwei Preisträgerinnen ehren, die heute den Klaus-Mehnert-Preis und den Karin-Wolf-Preis der DGO entgegennehmen werden. Für die Vorstellung der diesjährigen Trägerin des Klaus-Mehnert-Preises und die Würdigung ihrer Arbeit bitte ich einmal die Preisträgerin Acelia Bakir und die DGO-Vorstandsmitglieder Professor Jan Kusper und Professorin Anja Tipper auf das Podest. Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns eine interessante Konferenz und viel Zeit für einen intensiven Austausch. Guten Abend. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde vergibt jedes Jahr den Klaus-Mehnert-Preis zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ausgezeichnet werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit den Staaten Ostmittel- und Osteuropas befassen. Der Preis ist benannt nach dem Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experten Klaus Mehnert. Der Vorstand hat in diesem Jahr nach eingehender Sichtung aller Arbeiten beschlossen, den Preis an die Historikerin Acelia Bakir zu vergeben. Frau Bakir hat ihre Doktorarbeit über die mediale Inszenierung der Moskauer Schauprozesse und die Mobilisierungskampagnen in der Sowjetunion von 1936 bis 1938 geschrieben. Jan Kusper, Vorstandsmitglied und Historiker, man könnte meinen, dass über die Schauprozesse schon alles gesagt ist. Was ist das Neue und Interessante an der Dissertation von Frau Bakir? Das habe ich auch gedacht. Jeder, der osteuropäische Geschichte studiert und sich mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt und auf den Stalinismus kommt, begegnet diesen Schauprozessen. Da gibt es eine Fülle von Material, auch Quellenmaterial, das publiziert worden ist. Doch haben wir es hier mit einer Arbeit von Frau Bakir zu tun, die wirklich Neues verrät. Es ist zum Ersten eine Arbeit, die in sich schon wieder historisch ist, weil sie so dicht aus dem Archiv gearbeitet worden ist, mit so viel Quellenmaterial, wie wir das in absehbarer Zeit nicht erleben werden. Also die Zugänge zu den Archiven werden zu sein
Und wir haben hier sozusagen ein Produkt aus einer anderen Zeit. Das wird man wirklich sagen können. Was aber neu ist an der Arbeit, inhaltlich zum Zugang ist, dass es eine breite Medienanalyse gibt, verschiedener Medien, die über diesen Schauprozess berichten, der nicht öffentlich stattfand, obwohl er im Moskauer Gewerkschaftshaus ja lokalisiert war, einem sehr prominenten und bekannten Ort, und man die Angeklagten eigentlich gar nicht so richtig sieht. Sie werden marginalisiert, es gibt eine Damnatio Memoriae dieser Personen, die da vorkommen. Und Frau Bakir analysiert die Inszenierung dieses Schauprozesses und die Nutzung für Propaganda im Stalinismus in ganz unterschiedlichen Medien. Bild, Karikatur, Film und für mich besonders interessant Rundfunk, ein Bereich, den man sonst kaum einmal in der Analyse findet. Das hat sie mustergültig gemacht, ganz dicht an den Quellen, sehr sorgsam auf der Höhe der Zeit, der Methoden und Theorien, die unser Fach zur Verfügung hat und vor allem auch in der Sprache, die ausgezeichnet lesbar ist. Das zeichnet ihre Arbeit aus und ich persönlich habe durch ihre Arbeit einen ganz neuen Blick auf die Schauprozesse erhalten. Das schrieb in einem Gutachten auch ihre Betreuerin Beate Fieseler, die heute Abend hier ist, worüber wir uns sehr freuen. Und wir können nur ganz herzlich zu der Arbeit gratulieren. Aber es ist nicht nur eine Arbeit, die für Historikerinnen und Historiker interessant ist, sondern auch für andere Disziplinen. Ja, die Arbeit von Frau Bakir hat mich auch begeistert bei der Lektüre, weil es eine Arbeit ist, die wirklich im guten Sinne interdisziplinär ist, die Theorien und Methoden auch aus den Literatur- und Kulturwissenschaften mit einbezieht, sehr intensiv sich auseinandersetzt mit Fragen der Dramatisierung, der Performance in den Schauprozessen und da auch eingeht auf Theorien aus den und Arbeiten aus den Literaturwissenschaften, die in den letzten Jahren geschrieben worden sind. Mir hat auch sehr gut gefallen und ich habe neue Einsichten gewonnen aus ihrer Analyse von Ego-Dokumenten. Und ein weiterer Aspekt, der für mich sehr interessant war, war der besondere Fokus auf die Rezeptionsseite, auf die Frage, wie eigentlich das Publikum reagiert hat, wie das Publikum involviert war in diese Schauprozesse. Jan Kusper hat es ja schon gesagt, üblicherweise richten wir den Fokus auf die bekannten Gesichter, die bekannten Namen und die Schauseite der Prozesse und die Rezeptionsseite kommt zu kurz und das ist etwas, was ich an der Arbeit besonders interessant fand. Wenn Sie jetzt, Frau Bakir, zurück auf Ihre Arbeit blicken, auf diesen Arbeitsprozess, den Sie hatten und auf das Schreiben der Arbeit, was wäre für Sie das, was bleibt an dieser Arbeit für Sie selbst? Für mich persönlich sicherlich viele große, tiefe Herausforderungen, viele Täler, die man durchschreiten musste. Sie hatten es gesagt, es ist also trotz dass dieses Thema sehr bekannt ist und eigentlich alle im Vorfeld in Frage stellten, ob es überhaupt Quellen dazu gäbe, gab es eben doch sehr viele Quellen und eben sehr unterschiedliche Quellen. Und methodisch gerecht mit all diesen Quellen umzugehen, war sicherlich eine große Herausforderung, aber es bleibt für mich trotz der langen Beschäftigung, intensiven Beschäftigung, eine Begeisterung für das Thema und ja auch die Zuversicht, dass andere Schauprozesse, vielleicht auch in anderen totalitären Regimen, in dieser Form auch analysiert werden können, um solche Erkenntnisse auch über diese zu erfahren. Der Preis wurde auch in diesem Jahr von der Klaus Mehnert Gedächtnisstiftung gestiftet und finanziert. Und wir möchten uns ganz herzlich bei der Stiftung für die großzügige Unterstützung bedanken. Ich bitte jetzt Herrn Polenz zur Preisverleihung erneut auf die Bühne zu kommen. Ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, ich verlese die Urkunde eben, verleiht Frau Acelia Bakir für ihre Dissertation Sehen, Hören, Mitmachen, die mediale Inszenierung der Moskauer Schauprozesse und die Mobilisierungskampagnen in der Sowjetunion 1936 bis 1938 den Klaus-Mehnert-Preis.
Ganz herzlichen Glückwunsch. Und ich frage mal als Interessierte, kann man die schon irgendwo im Geschäft erwerben? Da müssen Sie noch ein wenig gedulden. Anfang kommenden Jahres im Franz Steiner Verlag wird die Arbeit erscheinen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, wir haben in diesem Jahr etwas Neues vor. Wir verleihen nämlich den Karin-Wolf-Preis. Die Preisträgerin haben Sie schon im Prolog gehört. Dass es diesen Karin-Wolf-Preis gibt, ist den jungen Mitgliedern der DGO, der jungen DGO, gelungen. Aus ihren Reihen kam der Vorschlag, auch einen Essay-Wettbewerb auszuloben. Und wir haben diesen Preis benannt nach Karin-Wolf, einer bereits verstorbenen Übersetzerin und Lektorin, die in Frankfurt an der Oder lebte und die sich zur Aufgabe gemacht hatte, dem deutschen Publikum die Literatur und Kultur Polens näher zu bringen. Der Essay-Wettbewerb wurde im letzten Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben zum Thema Nur vorübergehend, Perspektiven auf Flucht und Exil. Die Begutachtung erfolgte durch eine dreiköpfige Jury, die Journalistin Tamina Kutscher, die Publizistin und Verlegerin Katharina Mischenko, den Slawisten und Literaturkritiker Ulrich Schmid. Die DGO bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei den drei Jurorinnen für ihren Einsatz. Unser Dank gebührt aber auch einem langjährigen Mitglied der DGO, Wolfram Rohde-Liebenau aus München, der sich großzügigerweise bereit erklärt hat, das Preisgeld in diesem Jahr zu stiften. Herr Rohde-Liebenau, falls Sie aus München zugeschaltet sind, das ist ja möglich, das weiß ich nicht ganz genau, ganz herzlichen Dank für Ihre Spende. Unsere Preisträgerin Luisa Maria Schulz hat zu Beginn des heutigen Abends den sehr ans Herz gehenden Prolog gemacht, ein Auszug aus ihrem Text »Wir sind die, die wach liegen« gelesen. Ich bitte nun die Preisträgerin Luisa Maria Schulz und die Jurorin Tamina Kutscher nach vorne. Tamina Kutscher wird Ihnen nun sagen, was die Jury zu ihrer Entscheidung bewogen hat. Ja, liebe Luisa Maria Schulz, sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Text »Wir sind die, die wach liegen«, aus dem wir vorhin einen Auszug gehört haben, entwirft Luisa Maria Schulz einen eindringlichen Monolog, ein Monolog in der Ich-Form. Und dieses szenische Format ist wohl kein Zufall, denn Luisa Maria Schulz studiert im Zweitstudium Dramaturgie an der August-Everding-Akademie in München. Es ist der Monolog einer Geflüchteten. Wir erfahren nicht, aus welchem Land, die dabei die Leserinnen und Leser direkt anspricht. Es ist ein sehr subjektiver Text, der gleichzeitig allgemeingültige Wahrheiten erzählt. Hier bekommt eine Einzelne eine Stimme, die zur Stimme wird, die für viele Menschen spricht, die in Deutschland, in der EU Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. In eindrucksvollen Sprachbildern schildert die Ich-Erzählerin die Suche nach Sicherheit als eine Suche voller Unsicherheiten, voller bürokratischer Hürden, Paragraphen und auch Zweifel. Es gibt zunächst kein Ankommen, das Leben wird zum Schwebezustand. Ich zitiere aus dem Text: Wir denken an unser Leben wie an Socken auf einer Wäscheleine, die drohen wegzufliegen. So heißt es. Es sind Gesetze, Paragraphen, aber auch gut gemeinte Ratschläge, die zu einer ständigen Hab-Acht-Stellung führen, zu einer Angst, die körperlich wird. So heißt es im Text, ich zitiere, der Körper lässt sich nichts vormachen. Er weiß, dass Zurücklehnen hier nicht angezeigt ist. An anderer Stelle,
Seit ich den Brief bekommen habe, bin ich zur Füchsin geworden. Auf der Straße habe ich immer die Umgebung im Blick. Ich bin wie ein Tier. Ich schlafe nur noch mit einer Körperhälfte. Die Ich-Erzählerin in dem Text von Luisa Maria Schulz beschreibt Flucht und Asyl als existenzielle Grenz- und gesellschaftliche Ausgrenzungserfahrung gleichzeitig. Gut gemeinte Euphemismen, ihr seid Gäste, sie ist wie eine Reise, ein Urlaub, aber auch Vorwürfe wie, ihr habt euch das doch selbst ausgesucht oder wir können nicht alle aufnehmen, werden benannt, abgewägt, gekontert. Wir sind die, die wach liegen, so heißt es im Titel, der die Frage, und wer seid ihr, unausgesprochen mit sich bringt. In der direkten Ansprache der Leserinnen und Leser wirkt der Text von Luisa Maria Schulz als Appell. Ein Appell an all die, Zitat, Stadtteilmütter, Brückenbauer, Lotsen und wie sie alle so fürsorglich heißen, Zitat Ende, an die im Text genannten Berater, Anwälte, Sozialarbeiter, Kartenleger, an die gesamte aufnehmende Gesellschaft. Ein Appell, dass auch wir uns nicht zurücklehnen sollten, sondern genauer hinschauen, welche sichtbaren und unsichtbaren Grenzen wir nach wie vor ziehen, per Zaun, Gesetz und Geste, wenn es doch eigentlich darum gehen sollte, Schutz zu bieten. Für das originelle Format, für die sprachlich ausgezeichnete, die eindringliche und aufrüttelnde Beschreibung von Flucht verleiht die Jury, zu der auch Katharina Mischenko und Ulrich Schmidt gehören, Luisa Maria Schulz den Karin-Wolf-Preis der DGO 2023. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Frau Schulz, wir haben Sie erlebt mit Ihrem Essay, jedenfalls Auszügen davon. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde verleiht Ihnen für Ihren Essay Wir sind die, die wach liegen, den Karin-Wolf-Preis 2023. Ganz herzlichen Glückwunsch, es war sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank. Ich fasse mich kurz. Ich freue mich sehr und ich widme dieses Essay allen in diesem Raum und außerhalb dieses Raums, die von Flucht und Exil betroffen sind. Danke. Gleich was kommt. Genau. Genau. Wir hören noch einmal Musik von Mikula Lebed und danach wird Manfred Zapper unseren Festredner Jurko Prochasko vorstellen. Thank you.
ist alles ganz normal. Wir hören Musik von einem Musiker aus der Ukraine. Gleichzeitig ist nichts normal. Denn in dieser Situation sterben Leute. Herrscht Krieg in der Ukraine. Und es ist ein eigentümliches Privileg, hier zu stehen und die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, was das ist, was da passiert. Und wer kann uns das eigentlich besser erklären als einer, der ein so vielseitiger Intellektueller ist wie Jurko Prochaska? Jurko Prochaska gehört zu denjenigen, die mit Juri Andruchowitsch meiner Wahrnehmung nach zu den ersten dieser herausragenden Intellektuellen gehört haben, die uns eine Horizonterweiterung seit den späten 90er Jahren ermöglicht haben. Zuerst, indem wir nach Galizien schauten, indem wir über Mitteleuropa aufgeklärt wurden und immer mehr als dieses politische Brodeln in der Ukraine an Dynamik gewann und das erste Mal die Gesellschaft gesagt hat, wir lassen uns das nicht bieten, dass unsere Kandidaten vergiftet werden. Im Jahr 2004 bei der Orangenrevolution war Jurko Prochaska einer der Ersten, der mit Andruchowitsch, mit Sergej Jardan, mit Tanja Maljatschuk uns Deutschen erklärt hat, was in der Ukraine passiert. Jurko ist Germanist, Journalist, Essayist. Das reicht nicht. Jurko ist Übersetzer aus dem Deutschen, dem Jiddischen, dem Polnischen. Und er hat übersetzt von Gottfried Benn über Katja Petrowskaja, Schleiermacher, bis hin zu Witlin aus dem Polnischen. Das reicht nicht. Denn warum wir Jurko eingeladen haben, ist, dass er sich ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt entschieden hat, er beschäftigt sich auch mit der Psyche des Menschen. Er hat Psychoanalyse und Gruppenanalyse in Österreich studiert, arbeitet gleichzeitig in der Ukraine, auch in diesem Feld, und bietet damit herausragende Möglichkeiten, blinde Flecken zu schließen, die wir in der deutschen Debatte haben. Wir wissen mittlerweile viel über Waffensysteme, über Panzer, über Artillerie, aber wir wissen praktisch nichts über die Opfer. Wir wissen nicht, wie viele Opfer dieser Krieg gekostet hat. Es wird ganz tabuisiert, wie viele Soldaten bisher gefallen sind auf ukrainischer Seite. Wir wissen nicht, wie viele Zivilisten ums Leben gekommen sind. Aber wir wissen auch nicht, was der Krieg aus den Menschen macht. Wir wissen nicht, was der Krieg mit der Psyche der Individuen macht, wo es um Leben oder Tod oder aber um andere Dinge wie Angst, Trauma und Verlustängste geht. Deshalb haben wir uns entschieden, wir können niemanden Besseren finden, als Jurko Prochaska, uns die Politik, die Gesellschaft, den Krieg und die Wirkung auf das Individuum in Zeiten des Krieges und der Flucht uns zu erklären. Jurko, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und eine Sache müssen wir auch sagen. Herzlichen Dank den ukrainischen Behörden, dass sie den Jurko haben ausreisen lassen zu diesem Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Lieber Manfred Zapper, liebe Freunde, zwei Tage vor meiner Reise hierher war ich noch in einer Ausstellung in Lviv, in der Stadt, wo ich lebe.
Und es war die Ausstellung von dem hervorragenden Maler Wlodko Kaufmann. Die Ausstellung heißt Temperatur. Und unter den Bildern, die sehr spät in diesem Krieg entstanden sind, denn Wlodko konnte in den ersten Wochen gar nicht malen, und dann griff er zu Ruß und zu Pech, zu solchen Dingen, die durch Explosionen und durch Brände entstehen, und der malte dann mit diesen Farben, sind eine Reihe entstanden, die nun ausgestellt wurde. Hauspflanzen. Das sind Hauspflanzen in Töpfen, die er malt. Und er malt die Hauspflanzen, die zurückgelassen wurden von ihren Besitzern, weil diese in Flucht getrieben wurden. Und die Pflanzen sind nun alleine geblieben. Und diese Pflanzen erleben ein sehr unterschiedliches Schicksal. Manche vertrocknen, manche werden ganz schwarz, verkümmern, gehen ein. Aber es gibt dann auch, ich habe bei dieser Ausstellung auch mit einer Frau gesprochen, die jetzt in Berlin lebt, auch eine, die auf Flucht ist, und die sagte, die kennt eine andere Freundin, die ein halbes Jahr nach der Flucht von ihrem Zuhause zurückkam, und alle Pflanzen waren noch am Leben. Das gibt es auch. Ich habe meiner Rede einen Titel gegeben, und der heißt Flut der Flucht. Es wäre eine unverzeihliche Leichtfertigkeit, auch noch für einen Augenblick anzunehmen, das Schlimmste sei schon ausgestanden. Noch naiver wäre zu glauben, etwas Schlimmes kann sich nicht mehr wiederholen. Zu sagen, es hat mich vollkommen überrascht, wäre eine ziemliche, ja eine krasse Übertreibung. Trotzdem hoffte ich insgeheim inständig, dass diese Verhältnisse aus dem Leben meiner Stadt nur der Vergangenheit angehören. Und tatsächlich hat sich das, was in den ersten Kriegstagen, Wochen und Monaten geschehen war, als Lemberg sich rasch und radikal in die Flüchtlingsstadt schlechthin verwandelte, auch nicht mehr in diesem Ausmaß und dieser Dauer wiederholt. Diese düsteren Wellen der Zeit, die Abertausende Neuankömmlinge in der Stadt, die verwirrt, mit Leid und Angst erfüllten, müden Augen und ihnen Habseligkeiten in den Händen durch die Stadt herumirrten, der belagerte Hauptbahnhof, die 50.000 starke Warteschlange davor, mit todmüden Menschen, schreienden Säuglingen oder verstümmelten Kindern, je auf den Bahnsteigen kollabierenden Alten, die unzähligen verlassenen, unterschiedlich kalibrigen Fahrzeugen auf den Zufahrtsstraßen und Vorplätzen, die dann noch monatelang von den Kommunaldiensten abgeschleppt wurden, die erstürmten Evakuierungszüge in Richtung westliches Ausland, die Armeen von Freiwilligen und Ärzten und Psychotherapeutinnen, die am Bahnhof mit erster Hilfe oder Krisenintervention oder zumindest mit einer ersten Orientierung zu helfen versuchten, unermüdlich mit ihren Privatautos die Flüchtlinge zu ihren neuen Unterkünften in genauso privaten Wohnungen fuhren, Theater, Schulen, Sporthallen, wo sie untergebracht wurden, Restaurants und Kantinen, die nur für die Flüchtlinge kostenlos kochten und sie versorgten. Unzählige unbekannte Gesichter in der Stadt mit völlig ungewissen Schicksalen, Unmengen von mitgeführten oder zurückgelassenen Haustieren. Nicht, dass ich es nicht erwartet hätte, dass es sich nicht mehr in diesem Krieg wiederholt. Wenn etwas von diesem Krieg mit Gewissheit behauptet werden kann, dann dieses, dass es überhaupt keine Gewissheiten gibt, keine geben kann, und dass sich die Horizonte des zu erwartenden Grauens immer wieder überbieten, übersteigern und übertreffen. In diesen Tagen kommen wieder neue Flüchtlinge nach Lviv, die Flüchtlinge vor der Flut. Wieder kommen Evakuierungszüge an, wieder werden kolossale Spenden gesammelt und per Nova Pošta nach Cherson und Mykolaiv geschickt. Wieder fahren sehr viele Freiwillige von Lviv dorthin, um vor Ort zu helfen. Sofort sind auch viele hingefahren, um dort Tiere in Sicherheit zu bringen, die überhaupt noch gerettet werden können. Und wieder schießen die Russen auf die Menschen, die mit Booten versuchten, sich aus dem
Kriegüberschwemmungsgebiet zu retten. Sie kommen um und diejenigen, die hier angekommen sind, werden sich, wie auch jene aus den ersten Kriegstagen, Wochen und Monaten, auch früher oder später, sich unterschiedlich verteilen. Ein Teil wird für immer hier bleiben wollen, ein anderer, die noch weitere, westlichere Weite suchen, ein weiterer, sobald wie nur möglich danach trachten, wieder nach Hause, sofern davon noch überhaupt etwas geblieben ist, zurückkehren und meine Stadt als eine notwendige Zwischenstation in Not betrachten, als eine Art Purgatorium. Es bedarf keines Paradieses, damit eine Vertreibung zustande kommen kann. Eine Vertreibung geht auch ohne das Paradies hervorragend vonstatten. Obwohl es umgekehrt stimmt, dass ein Paradies ohne Vertreibung undenkbar ist. Ja, die Vertreibung ist der wichtigste Beweis der Existenz eines Paradieses, meistens sogar der einzige. Die Ukraine war sicherlich kein Paradies, weder vor 2014 noch vor 2022, niemals. Und doch bestand sie aus unzähligen privaten und kollektiven, intimen und öffentlichen Räumen, die man als eigens für sich, für einen guten Gebrauch eingerichtet hatte und noch weiter einrichten wollte, die als Zuhause, als Verantwortungsorte, als Heimat erlebt wurden. Es braucht kein Paradies für die Vertreibung, es genügt Bindung und Verbindung, Verbundenheit, Bündnis und Verband, damit der Verlust entstehen kann und damit der Schmerz und die Angst und das Leid und die lebenslange Gefährdung und die jähe Änderung des Lebens und der jähe und zu frühe Tod. Bei der Suche nach einem geeigneten Titel für diese Rede, obwohl Reden nicht unbedingt einen Titel brauchen und die, welche von dem Gegenstand handelt, der hier zur Sprache kommen soll, schon gar nicht, haben mir die Verläufe dieses Krieges einen Reim zur Flucht herangeschwommen. Flut. Nicht genug, dass die Massen von Flüchtlingen ohnehin oft mit Strömen verglichen werden, bis hin zum Zusammenfließen, bis zur festen Redewendung. Flüchtlingsströme, sagen wir fast ohne nachzudenken, als wäre das ein längst selbstverständliches und einleuchtendes Idiom. Oft genug kommen sie aus Flüchtlingsflut vor. Es droht die Überflutung, Überschwemmung mit fremden Flüchtlingen von außen, von irgendwoher oder weniger fremden Binnenflüchtlingen, die dann auch die inneren Gewohnheiten und Ordnungen Gepflogenheiten verschwemmen, verwischen und dadurch verwirren oder bestenfalls unterspülen. Das ist oft ein Teil der Metaphorik und der Diskursivität. Begegnet man in diesen Strömen, in diesen Fluten dann einzelnen Personen, weiß man dahinter unwechselbare und einmalige Schicksale. Menschen in Not, Personen im Leid, Hilfsbedürftige, die nicht danach trachten, zu überströmen und überfluten, sondern Menschen, denen es um Leben und Tod geht, Leben oder Tod. Deshalb auch diese Suche nach einem einmaligen Titel für diese Rede. Ich weiß zu viel von zu vielen Flüchtlingen, Zurückgelassenen, Verbliebenen, Vertriebenen, um sie als eine kolossale Masse, zu der sie dann auch tatsächlich werden, als ein vehementes Element erleben zu können. Ich kenne auch diejenigen, bei denen die Flucht nicht in Erwägung kam, die sie abgelehnt haben, weil sie es nicht mehr schafften oder nicht mehr schaffen konnten, gesundheitlich oder mental oder wie auch immer, die glaubten, Flucht wäre unter ihrer Würde oder dass sie ihre Heimat nicht verlassen, sondern aufbewahren, schützen, aufrechterhalten oder verteidigen müssen. Und die diese Entscheidung oder dieses Unvermögen bitter bereuten oder nicht einmal das, weil sie aufgrund und infolge des Verbliebs nicht mehr leben. Freilich kenne ich auch welche, die auf der Flucht gestorben, umgekommen sind oder vorsätzlich getötet wurden während der Flucht. Das heißt in diesem Fall wohl eher während des Versuchs zu fliehen, gerade weil sie es versucht haben. Ich kenne zu viele, die ihr Leben Wochen und Monate lang aufs Spiel setzten und einige, die es am Ende auf diesem Weg auch tatsächlich verloren, für die die wichtigste Aufgabe und fast ihr Lebenswerk darin bestand, die Menschen aus der Besatzung zu befreien und ihnen
so zur Flucht zu verhelfen, durch Wagemut, Bestechung, Überredung, Tapferkeit, List. Bei der Rettung der Menschen vor der Überschwemmung ist nun vor wenigen Tagen ein Mann in Cherson getötet worden, der vorher 130 Menschen das Leben gerettet hat, indem er ihnen die Flucht aus der Besatzung ermöglichte. Ich kenne Menschen, denen von den Besatzern die Flucht in Aussicht gestellt wurde, ein sogenannter humanitärer Korridor garantiert wurde und die dann bei diesen vermeintlichen Ausreise kaltblutig erschossen. Im Ukrainischen klingt dieses Wort noch weit schrecklicher. Auseinandergeschossen, zerschossen, das heißt in Stücke zerschossen, wurden oder zurückgetrieben. Ich kenne auch Menschen, die in der Besatzung überlebt haben, weil sie sich versteckt oder getarnt oder sich für jemand anders ausgegeben haben und nach der Befreiung Kunde und Bericht ablegen konnten von dem, wie es war und wie der Besatzer beschaffen ist. Ich kenne aber auch welche, die gezielt und vorsätzlich umgebracht, liquidiert wurden, wie der Schriftsteller Volodymyr Vakulenko aus Kapitoljuka, der die Flucht stets ablehnte. Erstens, weil er sich für den Einheimischen hielt, der einfach dorthin gehört und nicht einsehen wollte, warum er von jemandem weichen soll. Zum anderen, weil er sich dort um seinen autistischen Sohn kümmerte, auf den sich jede Art von Ortwechsel oder Veränderung als äußerst ungünstig auswirkte. Er wurde mit hinter den Rücken zusammengebundenen Händen durch einen Schuss ins Genick in Izium ermordet und vor dem Tod wohl noch lange und furchtbar gefoltert. Es gehört inzwischen zu einer Binsengewissheit unter den ukrainischen Soldaten, was ihnen geschehen wird, sollten sie von den Russen gefangen genommen werden. Sie gehen alle, ohne Ausnahmen und Rücksichten, durch die Folter, routinenmäßig, prozedural sozusagen, dem üblichen Verfahren gemäß. Dass das nicht sein dürfte, dass das gegen jedes Kriegsgesetz, jede Konvention und auch jede Gepflogenheit geht, ist offensichtlich und gehört hier nicht zur Sache. Es geht darum, dass es in diesem Krieg auch das erwartbare Schicksal aller Zivilisten ist, die unter die Besatzung kommen. Schon der Widerwille, unter die Besatzung zu kommen, wir reden nicht einmal von einem aktiven Widerstand oder missglückten Fluchtversuch, geschweige von der Weigerung, die Besatzer freilich, feierlich und begeistert als Befreier zu begrüßen, wird mit Torturen und Tod bestraft. Am härtesten trifft es Vertreter der Selbstverwaltung, gewählter Lokalverwaltung, Bürgermeister etwa oder Stadträte, aber auch Volunteers. Beide Gruppen aus demselben Grund, weil die Russen nicht begreifen können, was sie sind und wieso sie überhaupt möglich sind. Sie können sie einfach nicht einordnen in ihr Weltbild, das irritiert und löst unglaublich sadistische Vernichtungsgelüste aus. Vor allem aber werden die Ukrainer in den besetzten Gebieten deswegen getötet, weil sie eben Ukrainer sind, weil sie daran festhalten. Den Russen wurde erzählt, und sie erzählen sich das gegenseitig seit Jahrhunderten, so etwas gäbe es gar nicht, das seien alles Erfindungen des Westens und die vermeintlichen Ukrainer würden sehr unter dem Zwang leiden, zu Ukrainern gemacht worden zu sein und nur davon träumen, diesen Zwang endlich abzuschütteln. Und weil sie es nicht selbst zustande bringen können, müssen sie befreit werden und dann würden sie von Dankbarkeit und Einigungsbrunst frohlocken. Und der ukrainische Staat sei nur ein Schein, dessen Falschheit zu desavouieren ist. Und als es anders kam, wussten die Russen nicht, in welcher Wirklichkeit sie sich befinden und antworteten darauf mit eben Genozid. Denn was man nicht einordnen kann, gehört am besten vernichtet. Dann ist es eben weg. Dass es aber auch nicht so, nur so spontan kam, nicht nur aus Irritation, Frustration über das falsche Kalkül, über die Zusammenkunft mit den anderen Wirklichkeit geschah, dass es Vordenker und Vorreiter dieses Genozids schon seit Jahrzehnten gab, dass es unendliche und umfangreiche Listen im Vorab gab, mit Namen von ukrainischen Politikern, Aktivisten, Militärs, Journalisten, Intellektuellen, Prominenten, die sofort an der Stelle zu liquidieren sind, und anderen Hunderttausenden, für die man Infiltrationslager vorgesehen hat. Das ist alles aus der sehr alt und sehr tief verwurzelten großrussischen Verweigerung der schieren, von der großrussischen je abweichenden eigenen
autonomen Identität entstanden. Diese narzisstische Kränkung, nicht eins mit der Größe aller sein zu wollen, diese narzisstische Zerstörungswut, diese Vernichtungssucht, Rauchsucht. Es sind also alles andere als einfache Kollateralschäden der Besatzung und Kriegsführung und diese noch am wenigsten. Hier gilt eher Tschetschenien und Syrien als Beispiel oder eher als Muster, Handlungsanweisung, Vorgehensweise. Der Terror, der gegen die Zivilbevölkerung verübt wird, ist weder Zufall noch Ausnahme noch Exzess. Die Vertreibung, die dadurch verursachte Flucht, ist längst nicht nur zur Methode, sondern auch zur Waffe, zur Strategie, nicht nur Taktik geworden, eine mindestens zweifache darüber hinaus. Die dadurch erzeugten Flüchtlingsströme werden in die verhasste EU geleitet, in der Hoffnung, sie so zu destabilisieren, die Flüchtlingsverdrossenheit und Solidaritätsmüdigkeit herbeizuführen, die Politik dort zu radikalisieren, zu Extremen zu führen und den Radikalen zu Wahltriumphen zu verhelfen und die EU so scheinbar von innen durch den freien Willen der Bürger zu zersetzen. Was hier ferner zu beobachten ist, ist eine wichtige Korrektur von Zielsetzungen und daher auch Änderungen in der Kriegsführung. Erst wollte man die Gebiete samt der befreiten Bevölkerung annektieren, dann die Gebiete mit den bekehrten Bevölkerung behalten. Jetzt, nachdem sich die Vereinigungswille der Bevölkerung als Illusion erwies, will man entvölkerte Gebiete einkassieren, weil sich die dortige Bevölkerung als Volk erwies, und zwar ein eigenes Volk und dazu auch noch ein sehr hartnäckig im Festhalten daran. Gerade hier kommt diese Zerstörungs- und Vernichtungswut zustande, diese Gewalt- und Vergewaltigungsorgien, die in Zerstörung und Morden münden. Einschüchterung ist da eine weit verfehlte Bezeichnung. Es geht wirklich darum, die Räume zu leeren, die Menschen zu vernichten und in die Grade des Entsetzens zu versetzen, die sie in die Flucht geradezu treiben würden. Vertreibung wird nicht bloß betrieben, in die Vertreibung wird geradezu getrieben. Was kann man sonst nach Mariupol, nach Bucha, Irpin, nach Bachmut? Hätte die Ukraine den Angriffskrieg bald verloren, glich das ganze Land jetzt Mariupol und Izum. Was konnten die Menschen glauben, für die es bereits die zweite Vertreibung, die zweite Flucht war, aus der Krim, aus dem Donbass? Die Erfahrungen von 2014 haben sich bestätigt und wiederholt. Doch diesmal waren viele nicht mehr nur ins Exil gegangen, sondern aus Freiwillige in die Streitkräfte. Diese hatten ohnehin längst keine Illusionen. Keine Illusionen. Dafür haben viele, wie etwa der Schriftsteller Stanislaw Isajew oder der Philosoph Ihor Kozlowski, Isolation erlebt. So heißt dieses berühmte Foltergefängnis in Donetsk. Und darin überlebt, kamen durch Austausch frei und können jetzt Zeugnis davon ablegen, wie es gerade unzähligen Stummen oder für immer verstummten Häftlingen in Folterkerkern und Erschießungsgruben in der Besatzung geht. Es ist klar und bekannt, was das gesamte Volk der Kerimli seit der Krim-Besatzung 2014 und bis jetzt aktuell durchzustehen hat. Deshalb haben sich viele, wie der freigekommene Regisseur Oleg Sentsov, dafür entschieden, jetzt nicht noch einmal zu fliehen, sondern gleich mit dem Lebenseinsatz zu kämpfen. Vergewaltigungen, Folter, Zwangsnaturalisierung, Massaker und Massengräber zeichnen die immer noch besetzten Teile der Ukraine aus. Erst nach deren Befreiung werden wir in jedem Ort Bucha und Izum entdecken. Erst dann das wahre und endgültige Ausmaß von körperlichen Vernichtungen und Beschädigungen einschätzen. Begreifen lassen sie sich sowieso nicht. Und wer sie begreift, verliert den Verstand, nachdem der Glaube an das Menschengeschlecht längst verloren ging. Von seelischen Gefährdungen will ich hier nicht einmal ansatzweise sprechen. Denen begegne ich tatsächlich und tagtäglich in der therapeutischen Praxis, in den Gruppen, im Alltag, in der Familie, im Privatleben und leider selbst unter einigen. Mir ist niemand bekannt,
in keinem Zeitpunkt dieses Krieges, an keinem Ort, in keinem Alter, der unversehrt geblieben wäre. Und dabei ist es noch lange nicht ausgestanden. Das wird uns bis zum Lebensende und über Generationen hinweg prägen. Das wird unser Gemeinwesen existenziell gefährden. Und auch das ist das Ziel unserer Zerstörer. Wenn nicht besiegen und unterdrücken, dann doch dauerhaft und möglichst schlimm zu beschädigen, damit wir uns davon nie erholen können, damit wir unter diesen Traumata zugrunde gehen und uns selber nicht mehr auszuhalten fähig sind. Diese Vorsätze, diese Folgen bezwecken zu wollen, verfolgen auch die Bomben und Granaten gegen die Zivilisten in den frontalen, frontnahen Gebieten, die Raketen, Marschflugkörper und Drohnen. Dasselbe bezwecken auch die Blackouts, Kälte und finstere Glut. Die vorsätzliche Zerstörung von Lebensgrundlagen für Menschen, Mensch, Tier und Pflanze, das unbrauchbar zum Leben machen von ganzen riesigen Gebieten, das Ausschließen von ganzen Lebensbereichen, die Vernichtung von ganzen Lebensarten, Wasteland. Die Dammsprengung von Nowa Kachowka, diese neueste Ursache von Flucht und Vertreibung, war nicht nur längst in der Luft. Es war nicht nur eine Frage der Zeit, wann es dazu kommt. Es ist nicht nur eine weitere Dimension dessen, wozu man bereit ist zu begreifen. Um zu die Zerstörungen, Verwüstungen und Flucht vor der Flut herbeizuführen. Das bedeutet auch nicht nur die endgültige Öffnung der Karten des Terrors, sondern eröffnet auch neue Horizonte des Unvorstellbaren. Danach rückt die Explosion des AKW Saporija zum Beispiel, weil es auch noch viele andere AKW gibt, aus dem Bereich des Imaginären in die greifbare Nähe. Bleibt man nur bei der Dimension von Flucht und Vertreibung, kann man sich leicht ausmalen, was das bewirken kann, eine bloße Aussicht. Gründe zur Flucht gibt es also mehr als genug. Und es bedarf keines großen Vorstellungsvermögens, daran zu denken, was mit den sehr vielen, die sich auf die Flucht begaben und welchen sie tatsächlich geglückt ist, geschehen würde, wären sie geblieben. Nicht vor dem Tod fürchte ich mich durch diesen Krieg, nicht diese Angst quält mich, sondern die erzwungene Trennung von meinen Kindern, die Unmöglichkeit, sie zu umarmen oder zumindest in regelmäßigen Abständen immer wieder zu sehen. Und Liebesleben habe ich keins seit dem Kriegsbeginn, nur sehr viel Liebe in mir. So sagte es mir am vergangenen Sonntag mein Kollege und Freund, ein Schriftsteller, der sich in den ersten Tagen freiwillig zur Verteidigung des Landes und seiner Familie gemeldet hatte. Seine Frau lebt mit den Kindern seitdem im westlichen Ausland. Er kann als Mann und besonders als Soldat jetzt im Krieg und im Kriegsrecht sie nicht dort besuchen. Sie könnte ihn in der Heimat zwar schon besuchen, nur das mit seinen Urlauben abzustimmen, ist außergewöhnlich schwer. Deshalb beschlossen sie bald, wenn das Schuljahr in diesem Ausland zu Ende ist, wieder ganz in die Ukraine zurückzukehren. Ob das tatsächlich erfolgt, wird von vielen Umständen abhängen. Allen voran von dem Erfolg der Gegenoffensive der ukrainischen Armee in diesem Sommer. Von den Aussichten und Beruhigung der Kampfhandlungen, des Abnehmens des Raketen-, Drohnen- und Bombenterrors, von der Abschätzung von Gefahren. Die Frau von diesem kämpfenden Schriftsteller repräsentiert nur eine von den typischen Konstellationen, die eher als Dilemmata aussehen und sich anfühlen als befreiende und richtige Entscheidungen. Es gibt Menschen, die längst aus dem Ausland zurück sind, sei es in ihre Heimat, sofern diese wieder frei ist, aber nicht unbedingt sicher, sei es in andere Orte im Land. Hauptsache wieder die Ukraine. Es gibt Menschen, die sich noch nicht trauen, das aber irgendwann unbedingt umsetzen wollen, zurückzukehren. Dann gibt es viele, die unentschieden sind, die es abhängig machen von den Entwicklungen sowohl im Heimatland, aber auch in ihrem neuen Leben im Gastgeberland. Es gibt aber auch viele, die unter gar keinen Umständen mehr zurück wollen, sei es, weil die Erfahrungen so
traumatisch sind oder weil das neue Leben so günstig und willkommen ist oder weil sie einfach keine Chancen für ein gutes Leben noch für Jahrzehnte im Voraus in der Heimat sehen und ihren Kindern aber das Beste wünschen. Gemeinsam für alle sie ist aber dies: Sie leiden auch sehr. Sie leiden anders, aber dieses Leid muss man nicht unbedingt mit dem der Verbliebenen messen. Denn Sicherheit bedeutet noch lange nicht Ruhe. Denn Sicherheit bringt nicht unbedingt Glück. Denn sie fühlen sich schuldig gegenüber denjenigen, die nicht fliehen konnten oder wollten. Sie leiden unter Trennung und Sehnsucht und Ohnmacht, selbst wenn sie zu tätigen Aktivistinnen werden, die helfen und die öffentliche Meinung im Gastland am Trab halten. Oft leiden sie unter Fremde, Grund genug. Meistens leiden sie aber unter multiplen Gründen: Verlust der Heimat, der vertrauten Umwelt, oft genug vom Zuhause, oft genug von ganzen Städten oder Landstrichen wie Mariupol, das es nicht mehr gibt. Sie werden zerfressen von der Angst um die verbliebenen Männer, Söhne, Freunde und Väter, anders für die, die kämpfen, anders für die bloß durch die Mobilmachung bedrohten oder vom bloßen Verbleib in einem Land, das vom brutalen Krieg heimgesucht wird. Die Kinder leiden unter Sehnsucht nach ihren Vätern und Brüdern, unter der Trennung von ihren Freunden, der Sehnsucht nach Zuhause. Die Mütter verzweifeln oft doppelt und dreifach unter der Angst und Sorge, unter Schwierigkeiten und Dilemmata im neuen Leben und unter der Verzweiflung und Schwierigkeiten ihrer Kinder, die oft das neue Leben boykottieren, weil sie sich das alte zurückwünschen. Alle leiden unter Ungewissheit und Ohnmacht. Viele leiden an der Schuld derer, die es in die Sicherheit geschafft haben. Viele leiden unter Entfremdung. Wie viele Ehen, wie viele Beziehungen werden es überleben, vorausgesetzt die Menschen, die sie ausmachen, werden überleben? Wie viele werden auseinanderfallen? Wie viele neue Beziehungen, kriegs- oder fluchtbedingte, werden entstehen? Wie viele werden sich an die Fremde gewöhnen, Wurzeln schlagen, neue Familien gründen? Als was fühlen sich die Kinder, wenn sie lange genug in den neuen Gesellschaften leben? Und was heißt überhaupt lange genug? Es sind sehr unterschiedliche Dispositionen, verschiedene Strategien, diverse Charaktere, unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe, verschiedene Geografie und sehr unterschiedliche Gradationen der Angst und Zuversicht. Die ganze Ambivalenz der Flüchtlinge in Entscheidungen oder Nöten, ihren Wünschen und Sehnsüchten, ihren Gastländern und ihren Wohltatschaften gegenüber zeigt sich beispielsweise in der stark verbreiteten Meinung, die Gastländer hätten es schon auf sie abgesehen und trachten nur darauf, sie auch dauerhaft zu integrieren, am besten für immer für sich zu gewinnen und zu behalten. Abgesehen, wie richtig oder falsch, überhaupt wie allgemein solche Behauptungen aufzustellen sind, zeugen sie ja davon, wie verzweifelt diese Menschen um ihren Wert, ihren Selbstwert, ihre Würde ringen. Die Ukraine wird nie wieder dieselbe sein. Wir alle sind schon anders geworden und das ist noch nicht einmal ansatzweise ausgestanden. Es gibt kein Zurück zu früheren Verhältnissen. Ob und wie wir das meistern, ist dahingestellt. Die ukrainische Staatlichkeit aber steht, sie hat es bestanden, die Armee kämpft, die Armee von zivilen Volunteers kämpft mit. Viele, ja, die meisten Menschen leben immer noch in der Ukraine, auch viele Kinder sind hier geblieben. Und wir sind uns klarer denn je, dass was wir sind, was wir wollen und was wir auf gar keinen Fall zulassen können. In diesem Sinne haben wir bereits gewonnen. Die Aussichten, wie wir mit den Folgen zurechtkommen, wie wir mit ihnen fertig werden, sind hingegen völlig dahingestellt. Die Folgen werden auf jeden Fall verheerend sein. Die demografischen sowieso. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir 30 Millionen nach alledem sind. Wobei sich dieses nach alledem nicht als eine endgültige oder dauerhafte Zäsur manifestieren kann, sondern eher als ein sehr langer Prozess von aufflammenden und wieder etwas beruhigenden Auseinandersetzungen mit unterschiedlicher Kriegsintensität, mit unterschiedlichem Grad an Verlusten und Entbehrungen, aber ohne ein klares Ende, Jahre oder
gar jahrzehntelang. Der Babyboom wird diesmal sicherlich ausbleiben. Wir werden nach heutigen Hochrechnungen aber jährlich mindestens 300.000 Einwanderer und Arbeitsmigranten brauchen, damit die ganze Wirtschaft nicht kollabiert, damit die ganzen Infrastrukturen wenigstens aufrechterhalten und gewartet werden können. Oder wir müssen krass schrumpfen in jeder Hinsicht. Dass wir auf unsere internationalen Verbündeten und Partner angewiesen sind, auch in das in jeder Hinsicht, ist ohnehin klar. Unter den Rückkehrern werden wir ein kolossales Maß an Traumatisierungen haben, von den Veteranen und denjenigen, die den Krieg im Land durchlebt haben, ganz zu schweigen. Die Rückkehrer werden unter Verlusten, Entfremdung, Schuld, Scham und Ohnmachtgefühlen leiden. Die ganze Gesellschaft wird unter dem Mangel an denjenigen leiden, die nicht zurückkehren, und wird mit allem fertig werden müssen. Ob wir genügend Arbeits-, Bildungs- und Lehrkräfte haben werden für alle Bereiche des bevorstehenden Lebens. Die Kontinuität kann man schon jetzt vergessen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird härtesten Proben ausgesetzt. Und wohl das Wichtigste, ob auch weiterhin ein Land mit diesem Namen bestehen wird, ob die Lebensverhältnisse, auch umweltliche und lebensweltliche, nicht nur wirtschaftliche, materielle und sicherheitsbedingte, es zulassen werden, dass die Menschen hier überhaupt leben wollen und können, das hängt entscheidend von der Bereitschaft des Westens ab, uns solche Sicherheitsgarantien zu erteilen, die dies alles erst ermöglichen. Auch die weitere Migrationsdynamik hängt eminent davon ab. Oder ob sich die Ukraine in einen einzigen ewigen europäischen Libanon verwandelt und die übrig gebliebenen Ukrainer allmählich in anderen Gesellschaften aufgehen. Doch jetzt schon ist es mir ein Bedürfnis, auch jede und jeden dieser Flüchtlinge und Vertriebenen, nicht nur die Kämpfer und die Gefallenen, in ihrer Einmaligkeit, in der sich stets wiederholenden und immer neuen Einmaligkeit ihrer Schicksale und Lebensläufe zu bedenken, wenigstens mit einem unverwechselbaren Titel für diese Rede. Jetzt schon, obwohl es für die allermeisten noch gar nicht ausgestanden ist. Jeden Tropfen denken, der diese Flut ausmacht. Ich danke Ihnen. Das war Joko Prochazko. Zu meiner Linken hat Platz genommen Gwendolin Sasse, seit Jahrzehnten Ukraine-Expertin, beginnend mit einer grundlegenden Studie über die Krim, seit 2016 wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien hier in Berlin. Vorher war sie in Großbritannien Professorin für vergleichende Regierungslehre und sicherlich eine derjenigen, die mit ihrem kleinen, sehr wichtigen Büchlein über den Krieg gegen die Ukraine, bei dem im Titel leider das Subjekt fehlt, wessen Krieg das eigentlich ist, die meisten Leute erreicht haben, die nicht Experten sind. Das ist ein kleines, lesenswertes Büchlein in der Beck'schen Reihe, was letztes Jahr auch praktisch während des Krieges permanent aktualisiert werden musste. Und trotzdem ist es rechtzeitig fertig geworden. Das empfehle ich Ihnen sehr, sollten Sie es nicht kennen. Und ganz links außen ist Andriy Portnov, ein Ukrainer, der ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesrepublik Deutschland hat. Er hat nämlich eine Professur für Entangled History. Was auch immer das ist, denn auch die zwischen Frankreich und Deutschland ist entangled, also eine Verflechtungsgeschichte für die Ukraine an der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und er hat ein sehr lesenswertes, ebenfalls kleines Büchlein über
Polen und die Ukraine, was auf Englisch und auf Deutsch vorliegt und online abrufbar ist, verfasst. Und eine neue Stadtgeschichte, die es bislang nur auf Englisch gibt, Dnipro, über die Heimatstadt, aus der er kommt. Und André ist seit einigen Jahren in Deutschland. Und ich möchte, weil Joko eine sehr, sehr persönliche Rede gehalten hat und eine sehr an die Menschlichkeit, an die Empathie rührende, mit einer persönlichen Frage beginnen, André. Joko sagt auf einer Seite seiner Rede, er kenne keinen einzigen Ukrainer, der durch den Krieg nicht in irgendeiner Weise beeinflusst worden sei. Ich kenne keinen an keinem Ort, in keinem Alter, der unversehrt geblieben ist. Was hat der Krieg aus dir als einem Exil-Ukrainer, der schon hier in Deutschland ist, bevor der Krieg begann, was hat der Krieg mit dir und aus dir gemacht? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Sehen Sie, ich habe heute viele Notizen mitgebracht, weil als Historiker habe ich immer Probleme mit den Zahlen. Und hier sind Zahlen, zum Beispiel, wie viele ukrainische Migranten gibt in Zwischenkriegs-Berlin und Nachkriegs und so weiter und so fort. Manfred aber will was ganz anderes fragen. Warum nicht? Ganz kurz sage, ich antworte wieder als Historiker, wenn ich darf. Ganz ehrlich gesagt, also dem Jahr vor, also Februar 2022, habe ich zum ersten Mal, glaube ich auch, ganz genau geplant, was ich im kommenden Jahr als Wissenschaftler, ja, unbedingt machen will. Da gibt es ein paar Artikel, auch ein Buch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass im Laufe des Jahres, also 2022, habe ich fast gar nichts gemacht. Das mache ich nur jetzt. Zum Beispiel jetzt, gerade jetzt, versuche ich mein Buch auf Ukrainisch, das sind also verschiedene Geschichten über Historiker, die eigentlich zum großen Teil auch diese Fluchterfahrung in Zwischenkriegs-Europa haben. Also nur jetzt versuche ich das bis zum Ende bringen. Und die Idee war, März, April 22, dass das in Kiew erschienen ist. Also das spielt wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und die zweite Sache, okay, das kann ich wieder erwähnen, meine Eltern, das war sehr schwierig für die beiden, weil die nicht so jung sind. Genau, die sind ab 8. März, also das Datum ist einfach, weil 8. März, ja, das ist unsere sowjetische Kindheit, das war immer so. Also sie sind ab 8. März erst in Polen und dann in Berlin. Und also meine Mutter, wenn sie mich immer fragt, also André, wo gehst du, welche Veranstaltung, worüber redest du, und wenn ich das Thema gebe, sie sagt immer, bitte sagst du danke, dass wir wirklich, die beiden, die sind also emeritiert, die sind Rentner, klar. Genau, die haben viel Hilfe und Unterstützung hier in Berlin bekommen. Und tragischerweise, jetzt nach so vielen Jahren wohne ich wieder in derselben Stadt als meine beiden Eltern. Und deine Schwester mit ihren Kindern hast du ebenfalls nach Berlin geholt. Und meine Schwester und ihre Kinder, genau. Also ein relativ typisches Schicksal, was in Berlin 100.000 Leute aus unterschiedlichen Ländern nun teilen. Was macht dieser Krieg, der nicht erst 22, sondern 2014 begonnen hat, eigentlich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, aus der ukrainischen Gesellschaft, Gwendolyn? Ja, also ist ganz wichtig zu sagen, dass dieser Krieg eben 2014 begann und das, was Sie so eindrücklich geschildert haben, beginnt eben, diese Effekte auf die Gesellschaft beginnt spätestens da, in Teilen bestimmt schon auch früher.
Und es ist schwer, verallgemeinern zu sagen, was es insgesamt mit der Gesellschaft macht. Ich glaube, das ist einfacher jetzt zu sagen, was es zumindest kurzfristig tut. Und langfristig ergeben sich viele, viele Fragen daraus. Aber vom heute aus betrachtet hat die Erfahrung meiner Ansicht nach seit 2014, die ja auch schon mit Flucht, auch mit Binnenflucht einhergeht, die Gesellschaft in vieler Hinsicht vorbereitet, wenn das das richtige Wort ist. Es klang eben auch an, dass die einmal vertrieben worden sind, häufig ein zweites Mal vertrieben wurden oder sich aufgemacht haben, was vielleicht noch nicht anklang, aber ein, glaube ich, deutlicher Trend ist, dass die das erste Mal vertrieben worden sind, unter den ersten, ohne dass man es jetzt, glaube ich, auf das ganze Land verallgemeinern kann, aber doch eine sehr sichtbare Präsenz sind unter denen, die sofort sich engagiert haben, sei es im gesellschaftlichen, zivilen Widerstand, bei Wiederaufbau vor Ort, bei in die Armee gingen oder in die territorialen Verteidigungseinheiten gingen. Also dass die Erfahrung von Flucht und Krieg mobilisierend wirkt. Unter anderem aus der Erfahrung heraus, dass am Anfang, also wenn wir 2014 als den Anfang dieses Krieges sehen, wie auch in allen anderen Kriegen und bei allen anderen Fluchterfahrungen, nicht alle willkommen sind dort, wo sie ankommen und sich selber organisieren müssen, weil sie zum einen nicht darauf warten können, dass der Staat oder irgendjemand allen hilft und weil sie auch, und auch das gab es in der Ukraine aus dem Donbass kommend und in Teilen der Westukraine ankommend, war man auch nicht immer, ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, willkommen. Also dieses Mobilisieren aus der Erfahrung heraus, weil es sowohl Notwendigkeit ist, als auch generell mobilisierend wirkt. Und diese Erfahrung jetzt ist aber, also ist dann weitergegangen und jetzt sehen wir eben, dass dieses, was auch als Wahrnehmung im Land sich verschoben hat, in die Ukraine ist, und dazu habe ich auch schon häufiger mal gesprochen und geschrieben, ist von Diversität geprägt, aber eben nicht so, wie es von außen häufig gesehen wird, dass das Land spaltet oder politisch mobilisiert hat in verschiedene geopolitische Richtungen. Aber das Gefühl, ein Staat und durch sich über Staatsbürgerschaft zu definieren, das ist durch diese Kriegserfahrung auch seit 2014 phasenweise weiter gestärkt worden. Also ich würde auch stark betonen wollen, es beginnt nicht 2014 und wir hören immer wieder, die Ukraine als Nation konstituiere sich jetzt gerade vor unseren Augen. Nein, das tut sie nicht, aber das ist ein Prozess, der schon lange im Gang ist, aber der durch diese Erfahrung, diese extremen Erfahrungen beschleunigt wird und bestärkt wird. Stimmst du dem zu, Joko? Ja, ganz. Bedeutet diese Erfahrung von 2004, Orange Revolution, 2013, Euromaidan, dass das eine Form der Mobilisierung, eine Form der kollektiven Identitätsbildung war? Ist die gesamte Ukraine heute ein einziger Maidan? Ja, die Maidans waren nicht nur entscheidend dabei beteiligt, dass aus uns das geworden ist, was aus uns geworden ist, dass wir dazu fähig sind jetzt, wozu wir fähig sind, sondern Maidans, die beiden Maidans, ist für mich ein Teil eines großen Prozesses, dessen Teil auch dieser Krieg ist, und zwar in doppelter Hinsicht, weil einerseits zeigten diese Maidans eine bestimmte Richtung, Entwicklungsrichtung unserer Gesellschaft. Sie zeigten, was wir wollen und was wir eben nicht wollen. Und das war eine Ertüchtigung in Zivilcourage, aber auch in elementaren Technologien und Fertigkeiten des Miteinanders, des Zusammenlebens. Aber das war auch ein Prozess, wo andererseits der auch Russland immer deutlicher zeigte, dass wir uns auf einen Kurs begeben,
ja nicht mehr diese Rückkehr ermöglicht in das in dieses erträumte Imperium von Putin und in eine gewisse politische Kultur, die eben autoritär ist und hierarchisch und nicht demokratisch und auf Festhalten an erdachten und erfundenen Vergangenheitsformeln festhält und nicht zukunftsgerichtet ist. Das sind alles sehr, sehr, sehr komplexe Dinge. Aber eins kann man sagen, ohne die Maidans machen uns aus, so wie wir heute sind. Ja. André, wo sind noch weitere Quellen des Widerstands? Denn wenn man deinem Vortrag zuhört, gibt es eine ganz ambivalente Wahrnehmung. Auf der einen Seite dieser positive Impuls, der Aufbruch der kollektiven Hilfsbereitschaft, der zivilgesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge, die in Lemberg am Anfang ankommen. Und mehr als die Hälfte deines Vortrages hast du die psychischen Deformationen, die Leidenserfahrung, die Traumata geschildert. Und dann frage ich mich, wie hält eine Gesellschaft über mehr als 8 Jahre diesen Widerstandsgeist aufrecht? Wo sind die Quellen des Widerstands jenseits der Maidan-Erfahrung? Solche Frage kann ich nicht antworten, sage ich ganz ehrlich. Also, wie gesagt, ich habe sofort gesagt, ich bin Historiker und ich versuche auch verantwortlicher Historiker zu sein. Zum Beispiel in meinem Dnipro-Buch habe ich bewusst, also das letzte Teil über sozusagen Ereignisse nach 1991, sage ich ganz ehrlich, möglichst reduzieren, weil ich glaube, es ist zum großen Teil zu früh, bestimmte Tendenzen, ja, oder Entwicklungen schon jetzt definitiv zu beschreiben. Andere, also Disziplinen vielleicht, weiß ich nicht, Soziologie, Anthropologie, Politikwissenschaft können das tun, ich aber nicht. Was ich aber sagen kann, dass natürlich, also ich stimme absolut zu, ich habe das auch versucht, immer, also vor letztes Jahres, wie Gwendolyn gesagt, das Krieg ist schon da. Und wir erinnern uns alle sehr gut, wie problematisch das Wort Krieg in Deutschland war. Und sagen wir das ganz ehrlich. Ich habe auch selbst immer gehört, André, come on, das ist Ukraine-Konflikt, das ist kein Krieg. Nehmen wir das was anderes. Sogar Bürgerkrieg. Also wenn Krieg, dann Bürgerkrieg. Also, ja, innere Sache. Ukrainischer Bürgerkrieg. Und das passiert, meine Damen und Herren, das passiert gerade genau bis zum 24. Februar. Und dann plötzlich geht was anderes. Also, dann fragen wir uns, warum so? Und was da passiert ist. Ich frage mich ganz oft zum Beispiel, warum nur der Krieg, nur durch diese Kriegserfahrung, ja, alle diese schrecklichen Sachen und auch dieser ukrainische Widerstand, kann man letztendlich in Deutschland über die Ukraine in der EU nochmal diskutieren. Weil früher niemand natürlich will das Thema. Welche EU, welche NATO? Mein Gott, historische Rechte für Krim. Und das ist wichtig, glaube ich. Also meine Vermutungen über Maidan sind irrelevant. Was wirklich relevant ist, dass zum großen Teil Putins Narrative, die wir sehr gut kennen, auch Dankost Europa als Zeitschrift, dass diese Narrative eigentlich nicht so weit weg, nicht so, also prinzipiell entfernt von sogenannten also Mainstream Russian and Soviet Studies im Westen sind. Das ist die Sache, meine Damen und Herren. Viel besser diskutieren wir das. Es ist viel, viel wichtiger, viel interessanter. Und die Ukraine, nicht nur Putin, auch Deutschland, auch deutsche Politik, auch deutsche Wissenschaft, auch deutsche Osteuropa-Studien hat nicht genau verstanden. Und deshalb diese Überraschung, dass es gibt 3 Tage, dann 10 Tage, dann ein Jahr und die Ukraine stand, ist nach wie vor da. Das ist nicht nur für Putin eine Überraschung. Das ist für die deutsche Politik eine Überraschung, für deutsche Wissenschaft eine Überraschung, nicht nur deutsche natürlich, französische, amerikanische und so weiter und so fort. Und vielleicht jetzt letztendlich können, sollen, dürfen wir
das neu besprechen, neu entdecken. Und wie kann man das machen? Neu? Meine Meinung. Das ist nochmal. Ich habe einen Text darüber in Slavic Review, gerade nach, also Revolution, die wurde publiziert, aber es gibt damals keine Antwort, keine Response. Und ich habe gesagt, man braucht eine neue analytische Sprache, um die Ukraine genau zu verstehen. Wo ist diese Sprache? Sehen wir diese Sprache wirklich? Ich würde sagen, noch nicht. Aber das ist eine Herausforderung für uns alle, für mich, für Gwendolyn, für Zois, für Viadrina, keine Ahnung, egal, für Harvard Ukraine Research Institute. Und wir sollen diese Sprache suchen. Und wenn wir das suchen, der erste Schritt ist natürlich, diese existierenden Stereotypen ganz ehrlich, ganz bewusst zu dekonstruieren. Nach wie vor in Deutschland kommen die Bücher, sogenannte akademische Bücher, ja, die ganze Ukraine durch Nationalismus und Bandera erklären. Mein Gott, nach wie vor. Ich glaube, André, da hast du ein Bild von der deutschen Wissenschaft und von der deutschen Publizistik, was nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Es gibt erheblich differenziertere Darstellungen der Ukraine mittlerweile aus der Feder von Historikern. Wir lesen die Andreas Kappelers, wir lesen die Gwendolyn Sasses und so weiter. Gwendolyn, siehst du neben der Mobilisierung durch den Maidan weitere Quellen, aus denen sich der Widerstand der Ukraine, diese Leistungsfähigkeit über diese lange Zeit, sich gegen diese Aggression zu wehren, erklärt? Ja, allerdings ist das, glaube ich, bei der Frage, und deshalb hast du dich, glaube ich, der Frage entzogen, als verantwortungsbewusster Historiker. Ich darf das als Sozialwissenschaftlerin. Wirkt es aus der heutigen Perspektive dann schnell zu linear, ne? zu sagen, natürlich gibt es und es gibt historisch, es gibt es, Proteste gehen nicht los oder eine Unabhängigkeitsbewegung beginnt nicht mit dem Euromaidan. Natürlich können wir weit in die Geschichte zurückgehen und verschiedene Momente in der Geschichte, die sich dann auch häufig an Erfahrungen von Immigration und Flucht koppelt und dass auch das ukrainische Nationalbewusstsein und auch Widerstand sich auch aus diesem Spannungsverhältnis zwischen denen, die gegangen sind, wenn wir aufs 19. oder frühe 20. Jahrhundert blicken, und denen, die bleiben oder geblieben sind, also auch zu den Zeitpunkten schon. Und dann können wir das auch geschichtlich, solche Momente weiter nachvollziehen. Und dann gibt es, glaube ich, gewisse Muster, aber es sollte auch nicht, glaube ich, zu linear werden. Dann wird es irgendwann eine Geschichte, so der Kampf um Unabhängigkeit seit der Kiewer Rus. Und so kann man Geschichte schreiben, aber man schreibt sie lieber nicht so, so linear. Aber die Erfahrungen von Krieg, von Repressionen, von Grenzen, die neu gezogen werden, über einen hinweg, von politischem Widerstand, natürlich gibt es sie, und sie gibt es auch zuhauf in der ukrainischen Geschichte. Ich glaube, noch ein wichtiges Datum, und da bin ich dann wieder so ein bisschen bei dem Zeitraum, der mir vertrauter ist, ist einfach 1991. Ich glaube, auch eigentlich was für ein cleverer, auch im Rückblick, Schachzug, am 1. Dezember 1991 dieses Referendum durchzuführen in der ukrainischen Sowjetrepublik. Und das zu dem Zeitpunkt, was das genau bedeutet, nach der Sowjetunion in diesen Grenzen unabhängig zu sein, von einer beeindruckenden Mehrheit im Westen wie im Osten der Ukraine und sogar, kleinere Mehrheit, aber sogar auf der Krim, befürwortet wird. Das ist auch, aus dem speist sich dann auch und auch im Rückblick auch dieses Verständnis davon, unabhängig zu sein und eben anders zu sein als das, was um einen herum liegt. Mhm. André, du hast dich historisch mit der Emigration der Ukrainer in die Polnische Republik in der Zwischenkriegszeit beschäftigt. Gibt es irgendetwas, was wir zu der Kardinalfrage Macht und Ohnmacht der Emigration aus der Zwischenkriegszeit der ukrainischen Diaspora in Polen lernen können? Erstens, warum nur in Polen? Man kann auch aus der Migration in Deutschland lernen. Ja, es gibt nicht nur Karl Schlögels Bücher über russisches Berlin, gibt es auch ukrainisches Berlin, wenn man will. Das ist nur die Frage, ob man das will. Ich will das natürlich, auch einen Artikel für Osteuropa darüber zu schreiben.
Okay, um das also seriös zu besprechen, müssen wir natürlich Kontexte, also historische Kontexte im Kopf halten, weil Kontext in Zwischenkriegs-Europa doch ganz anders als unser Kontext heute ist. Das muss man erstens klar sagen. Okay, also damals gibt es viele, aber doch viel, viel weniger als heutzutage, also Ukrainerinnen und Ukrainer in verschiedenen Ländern Mitteleuropas, meistens in Polen. Stimmt, also die Zahlen sind also problematisch, werden aber mehr oder weniger 100.000 Leute. 100.000 Leute in ganz Europa. Okay? Und aus dieser Zahl dann ungefähr 40.000 in Polen. Ja, also die absolute Mehrheit in Polen, dann in Deutschland viel weniger. Und aus dieser Gruppe reden wir meistens über, naja, also ehemalige Soldaten und Offiziere der ukrainischen Volksrepublik, also sozialistische Regierung, die erst gemeinsam mit Piłsudski, also mit der also polnischen Armee, ja, gegen Bolschewiki versuchen zu kämpfen, ohne aber Erfolg. Und dann sind eigentlich diese Leute zum großen Teil in dieselben Lagern wie Bolschewiki, also bolschewistische Kriegsgefangene interniert in Polen. Genau. Und jetzt vielleicht zwei wichtige Sachen. Erstens, damals in Polen, also damalige Polen, ja, Zwischenkriegspolen, also Lviv war auch ein Teil Polens, klar, also Ostgalizien, ja, haben wir diese also emigrierte Gruppe, ganz oft als Petlurivci genannt, also nach Simon Petlura, also die Leiter von Volksrepublik, richtig? Ja, die wohnen aber in einer Stadt, wo auch ungefähr 5 Millionen Ukrainer alles, also lokale Bevölkerung in Ostgalizien und Wolinien war. Und in, zum Beispiel im Gebiet Stanisławów, heutzutage Ivano-Frankivsk, mehr als 70% Bevölkerung war ukrainisch. Nochmal, also das heißt, du bist politischer Immigrant, geflüchtet in einem Land, wo so viele Ukrainer, die schon da wohnen. Das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes als heutzutage. Richtig? Und zweitens, und das ist, glaube ich, wichtig für also sozusagen die Debatte, wie mit Wissenschaft weitergeht. Zum Beispiel damals in Polen, genauso wie in Zwischenkriegsdeutschland, erst Weimarer Republik, dann klar Nazi-Deutschland, gibt es Versuche, mindestens die wichtigste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine, in existierende Strukturen, zum Beispiel Warschauer Universität, ja, und da kommt extra, zum Beispiel eine neue Abteilung, die heißt Studium Theologie Pravoslavnej, also eine also, orthodoxe Theologie, die von ukrainischen emigrierten Wissenschaftlern gemacht ist, okay? Und das ist auch sehr interessant, das ist ungefähr, was wir vielleicht auch heute zum Teil haben, ja, dass es gibt Versuch, diese Leute in existierende deutsche, also Uni und Forschungssystem zu integrieren. Wie das weitergeht, sehen wir natürlich, das wissen wir noch nicht. Genau. Und trotzdem gibt es auch Institutionen, wie zum Beispiel ukrainische wissenschaftliche Institute in Berlin und in Warschau. In Warschau war das ab Anfang an von polnischer Regierung finanziert. Also ab dem Jahr 1930. Und in Berlin war noch interessant. Also in Berlin, solches Institut war zuerst als also Exilinstitution, ja, von Hetman Skoropadzki gegründet, 1926. Dann aber doch bei der Regierung genommen. Und hier sind also viele interessante Herausforderungen. Wie macht man das weiter und was bedeutet das und sowas? Aber nochmal, damals reden wir in erster Linie über also diese Offiziere und Soldaten, also junge, also relativ junge Männer, sage ich so. Und heutzutage reden wir über, naja, meistens jüngere Frauen mit Kindern. Also sozial gesehen, die Lage ist sehr, so ganz anders, sage ich sogar so, ganz, ganz anders. Und jetzt warten wir alle, wie Jurko richtig gesagt hat, wie das alles weitergeht. Welche so, soziale, soziologische, naja, Folgen das alles bringt, das weiß ich auch nicht. Jurko, du hast beschrieben, wie die Leute den Krieg auch interpretieren. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Angriffe auf die Infrastruktur. Und da hast du gesagt, das Ziel unserer Zerstörer ist, wenn sie nicht besiegen und uns nicht unterdrücken, dann wollen sie uns doch dauerhaft und möglichst schlimm schädigen, damit wir uns davon nie erholen können, damit wir unter diesen Traumata zugrunde gehen und uns selber nicht mehr auszuhalten fähig sind. Arbeitet ihr als Psychologen, als Psychoanalytiker,
eigentlich unter den Bedingungen des Krieges therapeutisch? Beschäftigt ihr euch mit den Traumata derer, zum Beispiel, die kämpfen oder als Freiwillige in die Kampfgebiete geraten? Ja, das tun wir eigentlich unaufhörlich und ununterbrochen. Es gab keinen Augenblick, wo das zum Stillstand gekommen wäre, die psychotherapeutische Arbeit. Und die ist so unglaublich vielfältig. Die Modalitäten von Traumata sind so unterschiedlich und aber so schrecklich, dass ihnen auch dementsprechend begegnet werden muss. Natürlich kommen wir dem nur sehr annähernd bei, weil die Dimension und das Ausmaß der Beschädigung ist so enorm, dass das nur sozusagen das Leben richten kann, nicht Menschen. Wir bemühen unser Bestes, wir versuchen dem zu begegnen. Und es gibt sehr spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, einige arbeiten nur zum Beispiel mit den traumatisierten Soldaten, die von der Front zurückkommen mit psychischen Belastungen. Einige wiederum andere arbeiten mit den Soldaten, die auch körperlich versehrt sind, deren körperliche Integrität verletzt wurde. Kollegen arbeiten mit den Witwen und mit den Kindern von Gefallenen, aber auch eben mit den Menschen und Kindern, die im Exil leben. Also online, ja, die ganze Zeit. Also traumatisiert sind und werden alle ausnahmsweise, und das nimmt kein Ende und das geht weiter. Und die einzige Möglichkeit, dass wir darunter nicht untergehen, ist, dass ein jeder von uns sehr, sehr genau sich ausmalt und versteht, was einem anderen widerfahren ist, sehr genau die Phänomenologie seines Leidens begreift. Und erst dann können wir das bei allem Ausmaß von diesem Leid und von diesen Beschädigungen, können wir diesen Zusammenhalt doch dann auch aufbewahren. Und dann haben wir vielleicht eine Zukunft. Es ist gut, dass du bei der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde auftrittst. Aber wäre es in dieser Hinsicht nicht besser, die Energien dann in internationale Organisationen zu investieren, von denen ihr professionelle Hilfe bekommen könnt? Also zum Beispiel die Deutsche Vereinigung für Psychoanalyse, die Deutsche Vereinigung für Psychotherapie. Also dass ihr unter Umständen in Polen, in baltischen Staaten, in Deutschland professionelle internationale Unterstützung mobilisiert, oder bekommt ihr die ohnehin? Doch, das läuft von Anfang an. Das geschieht alles permanent, ununterbrochen, nicht? Wir sind sehr, sehr vernetzt und sehr verbunden mit den deutschen, österreichischen Kollegen, und diese Schulungen, diese Vorlesungen, diese sehr, sehr, sehr spezialisierten Ausbildungen, die laufen die ganze Zeit. Hauptsächlich online natürlich, weil sich nur wenige Kolleginnen in dieses Land trauen, aber es kommen auch welche, die vor Ort das machen. Wir kooperieren auch sehr, sehr, sehr viel mit den israelischen Kolleginnen, die da auch eine immense Erfahrung haben. Und das dauert die ganze Zeit. Hast du denn ungefähre Vorstellungen von den Zahlen der Opfer, was wir hier in Deutschland nicht haben? Opfer sind alle, aber welche Opfer? Opfer, die getötet worden sind durch Krieg, zivile Opfer infolge von Kampfhandlungen, Opfer von völkerrechtswidrigen Angriffen auf Infrastruktureinrichtungen,
Gibt es da irgendwelche Zahlen, die in der Ukraine zirkulieren und die wir im Westen einfach nicht zur Kenntnis nehmen? Es gibt natürlich Hochrechnungen unter den Demografen, unter den Soziologen, unter den Politikern. Es gibt Hochrechnungen. Diese Hochrechnungen sind natürlich sehr vorübergehend und manche sind, wie gesagt, ein Kriegsgeheimnis, dürfen nicht verraten werden und werden höchstens in den Metaphern angedeutet. So beispielsweise hat sich unlängst unser Generalstabschef in dem Sinne geäußert, die ukrainischen militärischen Verluste sind geringer als die Opferzahl von dem Erdbeben in der Türkei. Aber das war schon wiederum vor ein paar Monaten, nicht? Eben. Und an solchen indirekten Anspielungen kann man in etwa sich eine Vorstellung machen. Aber ich tue das nicht. Ich tue das nicht, weil das keinen Sinn für mich macht jetzt. Nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil es unmöglich ist. Und weil es eben wichtiger ist, sich auf die Arbeit mit den Leidenden jetzt zu konzentrieren. Das werden wir erfahren. Ich fürchte, was wir erfahren werden, wird uns in Entsetzen versetzen. Kommen wir von dem Leid des Individuums nochmal auf die gesellschaftliche Dimension. Du hast in deinem Vortrag davon gesprochen, dass das Ziel des Terrors gegen die zivile Bevölkerung darin besteht, Flüchtlingsströme zu erzeugen, um sie in die verhasste EU zu leiten, in der Hoffnung, sie so zu destabilisieren. Die Flüchtlingsverdrossenheit und Solidaritätsmüdigkeit herbeiführen soll. Gwendolyn, Andri, konstatiert ihr Flüchtlingsverdrossenheit oder Anzeichen von Solidaritätsmüdigkeit? Und wenn noch nicht, unter welchen Bedingungen könnten denn diese beiden Phänomene auftreten? Also zum einen wollte ich kurz sagen, ich glaube, es ist einer von den gewünschten Effekten und er könnte dazu führen, dass sozusagen Zersetzungsprozesse an der Geeintheit des Westens oder der EU oder auch einzelner EU-Mitgliedstaaten entstehen könnten. Ich glaube, es ist ein Effekt des Krieges und ich glaube, im Kreml hofft man auch darauf, dass gestiegene Kosten dieselbe Folge haben werden. Ich glaube, dieses wirkliche Gleiten der Flüchtlingsströme, das Bild passte für mich besser auf das Beispiel Belarus und wie mit natürlich Unterstützung des Kremls Flüchtlinge, Geflüchtete an die Grenze gebracht wurden und möglichst über die Grenze und es auch eine andere Reaktion auf Seiten des Polens gab. Also das ist für mich wäre so das Bild von dem wirklich Geleiteten. Aber natürlich, die Effekte könnten so eintreten und dann ist es natürlich ganz im Sinne des russischen Regimes. Und darauf setzt man, darauf spielt man mit Zeit, dass diese Prozesse einsetzen. Ich sehe sie ehrlich gesagt bisher nicht in Deutschland und auch nicht in Polen verallgemeinernd gesprochen. Also es gibt schon also Momente und Beispiele und Kontexte, in denen auch Unmut laut wird, also in allen Orten, wo jetzt ukrainische Geflüchtete oder generell Geflüchtete konzentriert in einem kurzen Zeitraum sind, aber bisher sehe ich nicht und sehe viel mehr von der Empathie und es sind ja auch gar nicht, weder bei uns noch in Polen, es ist ja nicht in erster Linie der Staat, der sich um alles gekümmert hat, sondern die Bevölkerung und ich glaube, diese Effekte und was das mit der Gesellschaft auch macht, also in Polen kannte man sicher die Ukrainer, Ukrainerinnen schon besser als in Deutschland, aber ich glaube, da ist so eine wirklich massive Veränderung
Auswirkungen in der Gesellschaft. Man kann es ja überall lokal in der Nachbarschaft beobachten. Menschen, von denen ich sicher bin, dass sie Schwierigkeiten gehabt hätten, vermutlich genau über die Ukraine zu überhaupt auf der Karte zu markieren oder viel darüber zu wissen, kennen sich auf einmal ganz genau aus mit dem, was die Familien oder deren Familienmitglieder in der Ukraine gerade tun und wo sie sind. Das sind ja Veränderungen, auch mentale Veränderungen, die da vor sich gehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende momentan. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, ich weiß nicht, ob es sich gegen Ukrainer, Ukrainerinnen entladen wird oder generell eher ein Unmut darüber, dass Dinge teurer werden, dass man natürlich schon in einem politischen Kontext agiert, wo politische Kräfte rechts außen sich das zur Sache machen. Von daher, das darf man nicht kleinreden, aber momentan, erstmal jetzt vor allem auf Deutschland bezogen, sehe ich den Effekt nicht. André, teilst du dieses Bild? Ich möchte deine polnische Perspektive auch da abfragen, weil meines Erachtens, anders als du es eben geschildert hast, zum Beispiel richtige, harte politische Konflikte in den letzten Wochen in Polen darüber waren, ob Agrargüter auf den europäischen Agrarmarkt aus der Ukraine eingeführt werden dürfen oder nicht. Und die polnischen Bauernverbände haben massiv, massiv dagegen protestiert und haben gesagt, diese ukrainischen Agrargüter machen unseren Markt kaputt. Und dies ist natürlich unter Umständen ein Indikator für Solidaritätsmüdigkeit. André, wie ist auch es? Auch eher auf gesellschaftlicher Ebene eben, aber ja, das gibt es natürlich, ja. Okay, also zufälligerweise, letzte Woche war ich in Polen, die ganze Woche bei unserer Partner-Uni, also Adam Mickiewicz, Universität Poznań. Da gibt es eine Sommerschule für ukrainische Studentinnen und Wissenschaftlerinnen, die also diese Woche ohne Krieg sozusagen ja in Polen erleben können. Und ich habe auch alle meine polnischen Freundinnen gefragt, genau darüber, welche Tendenzen beobachten wir, was da passiert ist. Okay, also ganz einfach gesagt, erstens in Polen, okay, wir wissen leider, also die genauen Zahlen fallen uns nach wie vor, genauso wie in dieser Kriegszeit. Aber es sieht so aus, es scheint so aus, dass im Moment in Polen noch ein bisschen mehr, also Ukrainerinnen und Ukrainer, also Geflüchtete sozusagen von dem Krieg wohnen, alles in Deutschland. Wir reden aber auch über die Zahlen, die, also Millionen Leute, sagen wir so, mehr als 1 Million, bestimmt vielleicht sogar 2 Millionen Leute. Das ist erstens. Zweitens, in Polen im Vergleich zu Deutschland, diese gesamte Sozialpolitik, nicht nur gegenüber der Ukraine, also im Prinzip ist natürlich anders als in Deutschland geprägt. Das heißt zum Beispiel, dass in Polen nur ganz bestimmte kleine Kategorien bekommen diese, also soziale Hilfe. Normalerweise als ukrainische also Flüchtlinge solltest du entweder sofort arbeiten oder den Geld aus der Ukraine oder keine Ahnung da wohnen. Das heißt, polnischer Staat, und hier unterstütze ich total, was Gwendolyn gesagt hat, also in diesem Sinn, polnische Gesellschaft, ja, Zivilgesellschaft, spielt eine ganz also, größere und wichtige Rolle als die polnische Staat. Das ist Nummer eins. Und zweitens, ja klar, so in Polen sind die Wahlen, die sind so bald da, deshalb Konkurrenz ist stark und alles. Trotzdem muss man, glaube ich, aber doch sagen, dass für die absolute Mehrheit, die polnische Gesellschaft und Politik, der Krieg, also Russlands Krieg gegen die Ukraine, ist wirklich, das ist keine Metapher, das ist wirklich so, ist unser Krieg. Das heißt, da dieses Bewusstsein, dass die Ergebnisse des Krieges auch für Polen eine ganz direkte, nicht nur geopolitische, aber auch wirklich also direkte Einfluss hat, ist stark. Deshalb glaube ich nicht, dass diese Unterstützung für die Ukraine und für die Ukraine und Ukraine, die in Polen sind, so schnell und einfach wegläuft. Wirklich, ich sehe solche Möglichkeiten nicht. Natürlich, es gibt Probleme, klar, nach wie vor. Trotzdem aber diese Verständnis, dass das auch das Krieg also für uns, über uns und für uns ist, in Polen, naja, das sage ich so ganz deutlich, viel stärker als hier in Deutschland ist. Das habe ich auch letzte Woche, also jeden Tag gefühlt. Joko, du hast deinen Vortrag mit einem sehr politischen Schluss eigentlich versehen. Das Wichtigste, ob auch weiterhin ein Land mit diesem Namen Ukraine bestehen wird, ob die Lebensverhältnisse
auch die Umwelt- und lebensweltlichen, nicht nur wirtschaftliche, materielle und sicherheitsbedingte es zulassen, dass die Flüchtlinge, die hier leben, zurück wollen und überhaupt dort leben wollen und können, hängt von der Bereitschaft des Westens ab, uns solche Sicherheitsgarantien zu erteilen, die all das erst möglich machen. Ist die Bereitschaft zu diesen Sicherheitsgarantien ebenfalls so stabil wie die Solidarität und die Flüchtlingsoffenheit existiert? Ich glaube, es besteht noch gar kein Konsens darüber, was diese Sicherheit und noch gar keine ernsthafte Diskussion, was diese Sicherheitsgarantien sind. Im Rahmen Ihres Vortrags habe ich es auch so verstanden, also das kann man und muss man militärisch denken. Aber im Kontext auch der anderen Punkte, die Sie ansprachen, sind es ja verschiedene Arten von Sicherheit, die ein Mensch braucht und auch Sicherheit von unten. Sicherheit hat auch mit Wiederaufbau zu tun, Wiederaufbau jetzt, nicht erst irgendwann mal und dann in ganz, ganz klaren Phasen, sondern sicher eher durch Zyklen und eben jetzt schon. Also ich glaube, man kann das, ich habe das breiter verstanden, Sicherheitsgarantien. Aber bei allem spielt der Westen mit, hat eine zentrale Rolle und auch Verantwortung, wenn wir, und ich glaube, du spielst eher auf das Militärische gerade an und wo es auf den NATO-Gipfel zugeht im Juli, habe ich das Gefühl, es beginnt, also vermutlich zumindest in einem öffentlicheren politischen Diskurs, eigentlich gerade erst die ernsthafte Diskussion darüber. Und je mehr man sich versucht auszubuchstabieren, welche Garantien nötig wären, nachdem man ja weiß, dass so etwas wie das Budapest-Memorandum nicht ausreichen kann, dann ist man eigentlich relativ schnell bei einer Schlussfolgerung, dann ist es vielleicht doch die NATO-Mitgliedschaft. Also ich glaube, es sind zwei Dinge möglich. Oder dass man andere Sicherheitsgarantien in einer Art Sicherheitspakt überlegt, wie man das macht. Und dann wären es einige NATO-Mitgliedstaaten, die sich verpflichten, erstmal militärisch aufzubauen, wieder aufzubauen und dann im Extremfall weitere Dinge zu tun. Aber es könnte auch eine Zwischenphase sein und vielleicht wird es so schwer sein, einen Konsens in dieser Form zu finden, dass dann, und ich nehme das schon so wahr, dass mehr auch sagen, als es noch vor einigen Monaten der Fall war, dann ist es vielleicht die NATO-Mitgliedschaft und schneller, als man sich noch vor einem Jahr hätte vorstellen können. Aber das ist Spekulation. Leider haben auch wir in diesem Abendpanel eine zeitliche Begrenzung. Ich möchte deshalb sehr herzlich einladen, wenn jemand eine Frage oder einen Kommentar äußern möchte, möglichst kein Co-Referat halten sollte, sich zu melden. Und Gemma Pörtzgen eröffnet die Reihe der Fragenden. Bitte schön. Mein Name ist Gemma Pörtzke, bin Journalistin hier in Berlin. Mich würde interessieren, von Ihnen zu hören, wie sehr Sie glauben, dass der Krieg die Demokratie beschädigt in der Ukraine, weil ein Grund mit für die Unterstützung ist ja, dass wir sagen, das ist sozusagen das Gegenmodell. Wenn es gelingt, in der Ukraine eine Demokratie zu haben, dann ist das sozusagen ein wichtiger Grund auch für diese Unterstützung. Ich höre aber viel von vor allem auch von Kollegen und aus den Debatten in der Ukraine, dass es ja durchaus diese Angst gibt, dass da im Moment in der Zeit des Krieges sehr viel verloren geht. Also wenn ich jetzt schaue zum Beispiel auf den Stand der Pressefreiheit, wir haben diesen Medienmarathon, wo den ganzen Tag das gleiche Programm läuft, das sehen viele Menschen kritisch. Da hätte ich einfach gerne Ihre Einschätzung, wie Sie das sehen. Ich sehe das mit einem verhaltenen Optimismus. Es gibt zwei Gründe für meinen Optimismus. Der erste und der wichtigste Grund und der wichtigere und der wichtigste ist, dass es allen Beteiligten in diesem Krieg und an dieser ukrainischen Gesellschaft sehr, sehr, sehr klar und deutlich ist, dass die Demokratie einer der Sachen ist, für die wir überhaupt diesen Krieg führen. Es ist nicht nur unsere Identität, es ist vor allem eine Art von politischer Kultur, die uns ausmacht und die zu verteidigen wir bereit sind. Und die Demokratie ist ein Teil dieser Kultur und das wäre
schwer denkbar, dass, dass die mit Demokratie an Ansehen verlieren könnte. Es passiert aber, und in der Geschichte passiert es oft genug, dass genau so es kommt. Ja? Und dann fragt man sich, und das wäre die zweite Überlegung, wer der Träger dieser antidemokratischen Tendenzen sein könnte. Und oft oder manchmal werden eben diese Soldaten genannt, die Veteranen, die die frustriert sind über die über das angeblich korrupte Politikum oder um über die Ungerechtigkeit, gefühlte Ungerechtigkeit, und dann werden sie von der Front kommen und es richten. Nur die Soldaten sind auch keine Einheit. Es gibt keine Soldaten als eine Kategorie. Soldaten sind Menschen, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und unter den Soldaten selber gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, auch davon, was Gerechtigkeit ist und Zusammenhalt. Und dann sehe ich auch, dass trotz aller Kritik und trotz vieler vieler Gereiztheiten, die natürlich in jedem Krieg da sind, ist das Vertrauen in das amtierende Regierung stabil hoch. Und das alles und noch einiges mehr, aus Zeitgründen werde ich das verkürzen, verleitet mich dann doch zur Hoffnung, dass die Demokratie, noch etwas. Man bringt manchmal bringt man diese Befürchtungen um die ukrainische Demokratie mit der Radikalisierung zusammen, und zwar mit der rechten Radikalisierung. Und da sehe ich überhaupt, also das wäre das Letzte, wo ich Bedenken hätte, denn diese rechtsradikale Stimmungen sind wirklich sehr, sehr, sehr marginal, und sie gewinnen auch nicht an Stärke und an Bedeutung, auch angesichts von diesen härtesten Proben. So viel. Alexandra Bienert. Danke. Guten Abend, vielen Dank für das hervorragende Gespräch. Ich wollte noch mal an den Anfang zurückkommen, und ich habe eine Frage an Frau Sasse. Also ich bin hier in zwei Rollen. Ich bin Promoventin an der Humboldt-Universität zu Berlin, und ich bin Vorstandsvorsitzende von der Allianz Ukrainischer Organisation. André hat, finde ich, zu Recht auf einen schon sehr mit großen blinden Flecken behafteten Blick seitens Deutschland auf die Ukraine hingewiesen. Und okay, du, Manfred, sagtest, wir sind viel weiter. Wir sind nicht viel weiter. Wir sind erst am Anfang, und André hat total recht. Es muss hier gesagt werden, was ich erwarte nicht das Wegbügeln dieser total wichtigen Frage. Ich erwarte die Übernahme der Verantwortung, was die DGU mit dieser Tagung auch macht. Dankeschön. Meine Frage wäre an Sie, Frau Sasse, wie könnte die Übernahme der Verantwortung seitens der deutschen Wissenschaft aussehen? Könnten vielleicht nur Lehrstühle für Ukrainischen stehen? Könnte man vielleicht sich darum bemühen, dass russischer Imperialismus in die Lehrbücher schafft? Weil, und ich beende schon kein Koreferat, wir in unserer Bubble, wir wissen Bescheid. Ich kann Ihnen nur sagen, das Zeitmagazin, wo es um die deutsch-ukrainischen Verhältnisse geht und wo André auch einen hervorragenden Beitrag dazu geleistet hat, Kiew immer noch auf Russisch geschrieben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich heute Deutschlandfunk Kulturradio Interview gegeben habe, und Sie haben mich zweimal danach gefragt, der Ukraine-Krieg, der 22 begonnen hat. Nein, die auch qualifizierte Öffentlichkeit weiß noch nicht ganz Bescheid. Und daher wäre es toll aus unserer Sicht, wenn die deutsche Wissenschaft Verantwortung übernimmt. Und ich wäre gespannt auf Ihre Antwort darauf. Dankeschön. Ja, wir hatten ja vorhin
schon etwas auch die Gelegenheit im anderen Kontext über verschiedene Vorstellungen von Ukraine-Studien und wie das aussehen könnte gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie da schon da waren, werde ich mich nicht nochmal im Detail wiederholen. Also wenn Sie mich fragen und ich hätte die Möglichkeit, ganz viele Lehrstühle einzurichten, dann werde ich das tun. Ich glaube, ich sehe eher und ich glaube, da würde ich anknüpfen, Sie haben völlig recht, also die blinden Flecken gibt es. Ich glaube nicht, dass die gesamte Wissenschaft das nicht gesehen hat vorher. Und ich glaube auch, es ist manchmal auch, tun wir auch gut dran, auch nicht zu defensiv zu sein, in welchem nationalen Kontext wir auch gerade Wissenschaft machen. Es gibt und gab gute Forschung zur Ukraine. Es gibt strukturelle Gründe, warum sie nicht gesehen wurde und warum sie im öffentlichen Raum nicht präsent genug war oder immer noch ist. Also da würde ich, glaube ich, eher so anfangen. Und ich hoffe vor einem tragischen Hintergrund natürlich, dass ein Prozess in Gang kommt, dass vielleicht, ja, wir haben das vorhin, glaube ich, auch mal Leuchttürme genannt, wo auch richtig in der Professur der Ukraine-Bezug drinsteht. Noch wichtiger erscheint mir oder zumindest parallel dazu, halte ich es für wichtig, und Sie sprachen schon darauf an, dass die Ukraine oder auch russischer Imperialismus in jedem Schulbuch vorkommt. In jeder Einführungsvorlesung, hatte ich vorhin mal gesagt, Einführung in die Politikwissenschaft oder Einführung in Politik, da kommt das vor. Das ist für mich der noch nachhaltigere Weg, um das zu verankern in der Gesellschaft. Und ich hoffe, da kommen wir hin. Und ich sehe eigentlich, in dem Feld bin ich eher hoffnungsvoll, dass das geschieht. Ich bin weniger hoffnungsvoll, dass es sehr viele neue Professuren im Bereich Ukraine-Studien geben wird. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es die Studierenden dafür gäbe. Ich glaube, da muss man anders denken, um genau zu dem Ergebnis zu kommen, das wir beide wollen. Aber das geht, glaube ich, auf verschiedene Art und Weise. Aber diese Nachhaltigkeit und das in auf verschiedenen Ebenen auch des Bildungssystems zu verankern, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, und Ihre Frustration, die Sie auch geäußert haben, die teile ich auch. Ich habe das Gefühl, jetzt nach anderthalb Jahren, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben uns im Kreis gedreht, auch in der öffentlichen Diskussion. Also erst habe ich das Gefühl gehabt, ganz viel Platz macht sich auf für wirklich auch zum einen den Bedarf an Erklärungen und Kontext. Jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, wir sind eigentlich vielleicht nicht ganz am Anfang wieder angekommen, das mag ich mir nicht eingestehen, aber plötzlich können halt alle irgendwas sagen und wir sind wieder da bei den Stereotypen, die wir oder den blinden Flecken vom Anfang. Also es hat auch so gewisse merkwürdige Zyklen, wenn ein Krieg lange anhält und viel diskutiert wird und manchmal habe ich das Gefühl, wir kommen irgendwie an den Anfang wieder zurück. Tun wir hoffentlich nicht, aber ich teile das zum Teil. Es gibt das gleiche Phänomen wie mit Corona. Es war eine unglaubliche Neugier am Anfang und ein medialer Overkill. Und irgendwann haben sich Leute an Corona gewöhnt und sie haben in den Medien das nach und nach aus dem Auge verloren. Insofern haben wir genau diese Situation. Das ist eine ungute Gewöhnung. Hier ist noch in der Mitte eine Wortmeldung. Hello. Hello, I'm Corneli Kakachia from Tbilisi State University. I have one question actually to all panelists. We all see the huge struggle and heroic struggle of Ukrainian nation against Russian imperialism. And we see also the, I would say, very strong support from Western society towards Ukraine, especially from European Union. But at the same time, what is striking, we don't see this kind of strong support from developing world. So what are the reasons for this? Because, you know, all of these countries, they know what the imperialism means. So is that Ukraine has not done much, or is it West has not done much, or what should be done? Because this is not about Ukraine. It's not about also European order. This is about the international order, which is challenged, right? So I would be interested to hear your point about this. Thank you. André? Thank you very much. Actually, auf Deutsch. Sehen Sie, für mich ist es auch interessant. Glauben Sie mir, ich bin kein Germanist und natürlich für mich Deutsch ist gut. Okay, also ich stimme zu. Das ist auch meine These. Ich sage das auch immer meinen Studierenden. Und das ist natürlich ein Thema für einen Vortrag, den ich bereit bin zu präsentieren, auch hier, wenn Sie wollen.
weil ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich glaube, es gibt Probleme, genauso wie hier mit Ukraine Bild und sowas, also Russland-Krieg, die jetzt wichtig, die nicht also rein rationell man lösen kann oder besprechen kann. Man gibt rationelle Argumente und dann kommt am Ende doch etwas, was viel wichtiger ist. Zum Beispiel antiamerikanische Ressentiment in Lateinamerika. Okay? Oder zum Beispiel Glauben, das ist auch interessant zum Beispiel, das sind jetzt beide Seiten, also Putin einerseits und Ukraine andererseits, ja, also beide Seiten versuchen, diese koloniale, antikoloniale Rhetorik zu nutzen. Also die ukrainische Seite nutzt diese Rhetorik, um zu sagen, wir haben jetzt einen antikolonialen Krieg, also Überlebenskrieg. Ja? Und was macht Lavrovs Propaganda nach wie vor in jeder Rede, in jedem Gespräch, bei jeder Reise nach Afrika oder Amerika? Er sagt immer, Russland führt antikolonialen Krieg gegen NATO und US. Und jetzt, ich sitze in Kolumbien oder Mexiko, ich habe keine Ahnung über die Ukraine, genauso wie viele Leute hier. Und er sagt, naja, diese Ukraine ist nur, das stimmt, das ist nicht zu lachen, das stimmt. Und die denken, okay, die Ukraine ist nur ein Schlachtfeld. Das ist kein Subjekt. Er hat keine eigene Handlungskompetenz. Und das ist genau, was ich hier seit Jahren sage. Es ist nicht genug, jeden Tag, also Bericht, also News über die Ukraine zu machen. Nein, das Problem ist, dass die Ukraine nach wie vor keine kulturelle, politische, historische Selbstständigkeit im deutschen Bewusstsein hat. Das ist das Problem. Ich wollte sagen, es gibt keine Zeit mehr zum Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es 200.000 ukrainische Displaced Persons in Westdeutschland. Meistens Bayern, meistens drei Städte, Augsburg, Regensburg, München. Damals haben die in nur drei Jahren, da gibt es so viele Literaten, Künstler, Historikerinnen, die sind alle völlig unbekannt hier. Es gibt keine Übersetzung, nichts. Ich habe speziell in Mars alle diese Orte besucht. Da gibt es kein Denkmal. Alle Friedhöfe sind weg. Alles ist weg. Und wenn wir über Russland reden, dann natürlich kommt sofort Zvetaeva, Nabokov, Mandelstam, Ehrenburg, keine Ahnung, hunderte Namen. Also der Unterschied ist enorm. Und ich bin nicht dagegen. Ich habe auch sehr viel darüber geforscht, aber das ist genau diese Asymmetrie, diese Ungleichheit, die so eine gewisse Rolle spielt. Und ich sage das ganz klar hier. Sehr viele Leute in Deutschland, auch pro-ukrainische Leute sozusagen, pro-ukrainisch, ich mag das, aber die sind nicht bereit, das zu anerkennen. Die sind nicht bereit. Das ist meine Alltagserfahrung, wenn Sie das hören wollen. Und das sage ich nicht als Ukraine-Exil-Historiker, lieber Manfred, das sage ich als deutscher Professor. Dankeschön. Ich hatte Ihre Frage etwas anders verstanden und wollte eigentlich nur ganz kurz antworten und sagen, ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach nachzuvollziehen, denn viele Teile der Welt haben schlechte Erfahrungen mit westlichem Imperialismus gemacht und vertrauen oder drücken jetzt damit aus, dass sie dem Westen, wenn wir das so sagen können, eben nicht vertrauen und dass es eine Art Rückversicherung ist, sich in verschiedene Richtungen offen zu halten und auch zu sagen, wir haben übrigens auch noch ganz andere Prioritäten und die haben jetzt nichts mit euren europäischen Problemen zu tun. Und ich glaube, das ist eine historische Wahrheit, die jetzt erst in vielen Teilen auch Westeuropas und in den USA vielleicht ankommt. Meine Damen und Herren, als Zeitschriftenmacher bin ich es gewohnt, dass man nicht alles in ein Heft packen kann. Aber die gute Nachricht bei den Zeitschriftenmachern ist, es geht einfach weiter. Das machen wir das nächste Mal. Und so würde ich das auch verstehen. Ich glaube, es ist am 3. Juli eine Gelegenheit, da hat Andriy Portnow mich nach Frankfurt in die Viadrina eingeladen. Ich soll doch mal was über die Ukraine in der deutschen Öffentlichkeit am Beispiel der Zeitschrift Osteuropa sagen. Und ich kann nur sagen, der Andriy wird sich wundern, wie stark sich die Ukraine in den vergangenen
20 Jahren auch auf den Seiten der Zeitschrift niederschlägt. Und ich glaube, dass wir so viel mittlerweile über die Ukraine wissen, verdanken wir gerade diesen zahlreichen Publikationen von Leuten wie Jurko Prochazko. Ich hoffe, Sie teilen meine Meinung, dass wir Jurko Prochazko sehr dankbar sein dürfen, dass er gekommen ist. Und für mich ist es die Gelegenheit, mich zu bedanken für die Einladung. Danke sehr. Und ich garantiere, das Gespräch und die Unterstützung, der wissenschaftliche Dialog, der Streit und die Solidarität mit denjenigen, die angegriffen werden, wo es um die Kernwerte, für die wir eintreten, Freiheit, Selbstbestimmung, Menschenwürde, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Da könnt ihr jederzeit auf die Unterstützung der deutschen Organisationen, die sich seit Jahren für die Horizonterweiterung einsetzen, zählen. Da sind wir auf alle Fälle dabei. Eine der Institutionen, die sich auch für die Horizonterweiterung in Richtung Ukraine einsetzt, ist das Zeus, ganz vorneweg. Die Gwendolin Sasse, auch ihr herzlichen Dank. Und wer den Eindruck gewonnen haben könnte, André und ich würden uns nicht verstehen, der sei eines Besseren belehrt. Wir werden uns demnächst bei einem gemeinsamen Mittagessen erneut über diese Fragen in die Haare kriegen. Ich danke dir sehr, André, dass du da warst. Und nun möchte ich Sie alle noch nicht entlassen, sondern zuallererst den Übersetzerinnen danken für ihre Tätigkeit. Ohne die Übersetzerin funktioniert Kulturvermittlung nie. Vielen Dank. Dann möchte ich Sie daran erinnern, dass morgen die eigentliche Konferenz weitergeht. Gabi, um 9 oder um 10? 9 Uhr geht es hier weiter. Eine protestantische Örtlichkeit ist das, aus gutem Grund. Und jetzt möchte ich Sie alle zu einem kurzen Empfang einladen. Und um 22 Uhr gibt es an einer anderen Stelle in Berlin ein Konzert mit Serhii Jardin. Falls Sie wollen, kriegen Sie sogar nachher im bilateralen Gespräch verraten, wo das Konzert ist. Aber jetzt bleiben Sie erstmal hier. Auf Wiederhören.